Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich jemals The Irishman gucken werde. Ja, habe ich eine halbe Stunde geguckt und dann abgebrochen. Reicht. Ich meine, kennst du einen Scorsese-Film, kennst du im Prinzip auch alle. Das würde ich auch sagen, ja. Naja, vielleicht nicht unbedingt. Ach so, Scorsese ist ja auch Taxi Driver und sowas, aber den mochte ich auch Ja, nicht. der ganze Mafia-Kram Ja, und Lone genau. Wolf Kein und so Fan weiter, von. weißt du. Das ist auch so, eigentlich kennst du einen Nolan-Film, kennst du alle. Hier sind alle, haben irgendeinen Twist in cinematisch beeindruckend, aber Charaktere gibt es nicht so krasse. Oh, es ist laut. Beim Zylon-Sender, heute mit dem Phil. Nein, der ist ja nicht da, heute mit Jan. Hallo, mit Heute dem mit dem Film. Mario. Hallo. Entschuldigung. Wollen wir nochmal Und anfangen? The Ben. Fangt bitte nochmal an. The Ben. The Nein, wir Ben. fangen nicht nochmal an. Hallo Ben. The Big Ben. Hallo. Hallo Mario. Hallo. Hallo Jan. Hallo Tim. Hallo Hallo. Zuhörerinnen. Und Zuhörer. Zuhörerinnen. Und Heute außen, treffen wir uns weil es ja hier noch warm. zum letzten Mal. Wer sagt das denn? Ich. Wir. Ich hasse euch. Ah, schön. Ich glaube, du hast die falsche Mail bekommen. Hast du das Memo nicht gelesen? Zum letzten Mal. So, I make sure you get another copy of the memorial. Gut, so wie Tim gelacht hat, kennt ihr vielleicht Office Space. Nö. Okay. Auch ein sehr guter Film, kannst du ja auch reinziehen. Ist das so wie The Office? Nur mit mehr Platz. Nee. Ich könnte es so beschreiben, als hätte The Office und Big Lebowski ein Kind. Ist so ein bisschen Big Lebowski im Cubicle. Verstehe. Das passt nicht. Man denkt, es passt nicht, aber es passt wunderbar. Okay. Spielt da etwa Big Lebowski mit? Nö. Nö. Okay. Dann geht's weiter mit dem Podcast. Ich weiß nicht, wie ihr da drauf kommt, dass wir jetzt zum letzten Mal sind. Ich weiß auch nicht, wie man überhaupt erwarten konnte, dass wir nochmal wiederkommen, weil wir waren ja fertig. Jetzt sind wir wieder da. Ja, wir haben einfach keine anderen Hobbys. Ja. Und keine Freunde. wir wollten mal sowas machen wie, ich sag das Wort gar nicht gern, weil das viele andere Podcasts einfach irgendwo geklaut haben und immer wieder benutzen. So eine Hausmeisterei-Folge, so nennen wir das natürlich nicht. Wir nennen es Rekapitulationsfolge. Ah, ich hätte jetzt gedacht, Retrospektive, Oh ja, eine um so Retrospektive. schön agil zu sein. Oh, wow. Man könnte es auch Postmortem nennen. Es wird Ja, immer besser. weißt du, ich sage, wir sind zum letzten Mal hier und du sagst Postmortem. Wir kommen natürlich bei den Toten zurück. Ihr werdet uns niemals los. Ja, wir werfen einen Blick zurück auf wie viele Jahre Zylonsender? Ich glaube, wir haben im Januar 2017 oder 18 angefangen. Ich glaube, 18, oder? Mal gucken, das müssen wir doch jetzt auf Nee, der müsste, oder? Website rauskriegen können. Nee, wir haben dreimal Podcast-Wichteln gemacht, oder? Zweimal. Zweimal oder Zweimal. dreimal? Zweimal. Ja, Zweimal. Das einmal dritte Mal hat, glaube ich, nicht stattgefunden. ein drittes Mal ist ausgefallen, also schon mindestens 3 Jahre. 2017 war das. Echt? 21. Februar wurde die erste Folge ausgestrahlt. Okay, dann Wow. war das der Also Monat der und das Jahr. Pilotfilm war das. Weil die Wertung der Gastpostcaster habe ich natürlich nicht berücksichtigt. Potsdamer Podcasten. Ach so, die hast du Ja, nicht das berücksichtigt. waren die Damen vom Vienna Writing Ah, Podcast die hast du oder nicht Writers berücksichtigt. Ja, genau. Podcast Stimmt, die haben und ja vom uns Puma Käfig. bewichtelt. Genau, einmal die Herren und einmal die Damen. Genau. Was wohl aus denen geworden ist? Ich bin bei dem Vienna Writer Podcast heute nochmal vorbeigesurft. Die nehmen weiter fröhlich auf. Aber ich glaube, der Puma-Käfig nicht mehr. Hat jemand gelüftet und dann war es vorbei.
Wow. Ist die Mutter mal mit dem Besen durchs Zimmer. Jetzt reicht's aber hier. Hier riecht ja wie Puma-Käfig. Geht mal die frische Luft. Raus, Oma, mal raus. Nein. Ja, so war das damals. Das waren die ersten, die uns bewichtelt hatten, und die Mädels vom Vienna Writers Podcast dann die zweiten. Richtig? Ja, und wir einmal Proton und einmal das dreibeinige Sofa oder sowas. Ja, genau. Mit Dune. Wie war es? Das dreibeinige Podcast Sofa. Oder so. Sie leben. Sie leben, doch, oder? Genau. Ja. Sie reden. Sie reden. Ja. Sie leben ist der Film. Sie leben ja. Hoffentlich auch. Sie leben. Den habe genau. Ich sogar abonniert. Ich auch. Gut. Und da ging es dann um Dune. Und bei Proton ging es um unter anderem um Sterne. Richtig? Hat er über Sterne geredet. Musik, genau. Und sonst weiß ich nicht mehr, es war aber auch eine lange Folge. Ja, die war sehr lang. Es war wahrscheinlich die längste Folge, die wir hier gemacht haben, wobei Dune war, glaube ich, auch lang. Aber das könnten wir doch jetzt rausfinden, oder? Wenn wir mal in das Abo schauen. Nein, in die Staffeln schauen. Der Schauen, nee, der ist ja gar nicht bei uns. Nee, ich wollte gerade sagen, den haben wir doch gar nicht veröffentlicht. Dann müssen wir in die Fremdpodcasts schauen, richtig. Hoffentlich gibt es den. Proton. Ob es den Proton-Podcast noch gibt, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon. Den habe ich nämlich auch abonniert und ab und zu kommt da mal was. Der kommt ja nicht so regelmäßig. Ja, doch, stimmt. Die letzte Aufnahme, 22. Juli 2020. Genau. Aber nur 22 Minuten lang. Und als wir es gemacht haben, da waren die irgendwie 5 Stunden. Mehrere Stunden, richtig. Alle Episoden, ich schau mal kurz. Das interessiert die Zuhörer jetzt natürlich total, wenn wir hier googeln. Nennt. Ja, aber das ist doch eh unser Ziel heute. Woran? Wir sind so ein bisschen Einschlafen-Podcast. Wir werden heute noch ganz viele Zahlen vorlesen. Stimmt, das ist okay. Das ist ja der Rekapitulations-Podcast. Nee, wie heißt das? Retrospektiven Postmortem, so sag ich. Oh, das passt auch zum Einschlafen-Podcast. Der Tobi Bayer ist doch auch so retrospektiv agil. Wie hieß denn jetzt unsere Folge beim Proton-Podcast? Ich weiß es doch wahrscheinlich nicht mehr. Pottwichtel, ne? Wäre sinnvoll, ja. Kann man bei denen suchen? Ah, warte. Ja, die haben auf jeden Fall eine Lupe. Ja, findet ihr unter dem Begriff aber nichts. Ich bin bei alle Episoden. Alle Episoden. Aus welchem Jahr? War das der erste oder der zweite? Das müsste 2017 gewesen sein. 2018 ist ein Pottwichtel. Achso, schauen wir gerade auf unserer Homepage. Nein, ich nicht die Folge. Darüber sind wir ja schon hinaus. 24. Also ZYS 44. Der Argumentationsverstärker. Der Argumentationsverstärker. Proton 024. Genau. Okay. 3 Stunden, 51 Minuten und 45 Sekunden haben wir. Alter. Vermutlich der längste Podcast, den wir aufgenommen haben. Der Welt. Der weltlängste Podcast von ganz Deutschland. Das ist der beste Podcast von ganz Deutschland. Der ganzen Welt. Da war doch der Ben gar nicht dabei, oder sehe ich das falsch? Bei dem Dune-Podcast? Nee, beim Dune-Podcast warst du dabei. Da hast du uns alle gerettet. Nee, bei dem hier war ich tatsächlich nicht dabei, das ist richtig. Ah, dann hast du dir den aber bestimmt auch nicht dabei, oder? War Phil jemals bei einem dabei? Klar war der Phil hier dabei. Der hat doch hier At Falls in Prison von Johnny Cash vorgestellt. Ah ja, ja, wir drei waren das. Ganz genau. Graceland von Paul Simon. Sehr schön. Genau. Und Mandatory Fun von Weird Al Yankovic. Auch sehr schön. War der Mario da auch nicht dabei? Ich war da nicht dabei. Nein. Dann haben wir zu dritt haben wir fast 4 Stunden Podcast aufgenommen. Hammer. Ja, aber wenn man die Leftovers zusammennimmt, dann reden Phil und du auch schon bestimmt 4 Stunden zusammen. Ja, das stimmt, aber das hat ja Inhalt. Willst du sagen, unsere Proton-Episode hatte keinen? Doch, die hatte tatsächlich, glaube ich, mehr Inhalt als wir je. Also die hatte sehr viel Vorbereitung und sehr viel verschiedene Themen tatsächlich. Also mit der Folge heute hat die Proton-Folge mich, glaube ich, am meisten Zeit in der Vorbereitung gekostet. Aha.
Aber eigentlich die anderen haben auch mindestens eine Stunde immer gebraucht, weil ich ja die Folge geguckt habe. Richtig. Bis auf bei mir einmal, da habe ich sie nicht geguckt. So. Ja, und das war die beste Folge. Welche waren das noch? Die letzte. Ja, konntest du denn da eigentlich ein Rating geben, wenn du sie nicht geguckt hast? Ja, ich habe die schon so oft geguckt. Das ist tatsächlich die Folge, die ich am häufigsten geguckt habe von Battlestar, die letzte Folge. Die habe ich auch noch mal geguckt, als wir angefangen hatten mit dem Podcast. Da habe ich als erstes mal die letzte Folge geguckt, weil ich die schön fand. Und ja, diesmal hatte ich es halt vergessen. Ich wollte die eigentlich direkt gucken nach der vorletzten und habe ich mir gedacht, nee, jetzt sparst du es auf. Und dann habe ich vergessen, dass wir an diesem Dienstag aufnehmen wollten. Naja. Dam, dam, dam. Dam, dam. An unsere ZuhörerInnen da draußen. Wer das gemerkt hat, bitte mal einen Tweet an Tim raushauen. Und guck mal, du wirst bestimmt keinen einzigen Tweet kriegen, das heißt, niemand hat es gemerkt. Ich habe das auch geschickt so geschnitten, dass es so klang, als hättest du sie nicht geschaut. Wirklich. Und weil ich mir unsere eigenen Folgen ja nicht anhöre, werde ich es nie merken. Hätte ich es dir jetzt nicht gesagt, zumindest. Also, das war auf jeden Fall der Proton-Podcast und da gab es sogar zwei Kommentare. Oder da kam von Elo Nai sogar dann, dies ist in der Tat eine sehr akkurate Adaption des Formats. Kompliment. Danke, danke. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und unsere Musiktheorie wurde auch zumindest mal gewürdigt. Gut, das war der erste und der zweite war dann Dune. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Da haben wir ja auch über das Spiel geredet und Ben hat viel über den Film geredet. Nein, über das Buch. Weil das Buch kannte ja sonst, glaube ich, noch niemand. Außer Ben. Hm. Da schauen wir jetzt dann auch gleich nochmal bei Sie reden. Dann können wir den nämlich auch verlinken. Der dreibeinige Podcast. Da suchen wir jetzt einfach nach Dune, oder? Das müsste man doch finden. Suche ja. Dune. Das sollte klappen. Vielleicht haben sie auch mehrere Dune-Folgen. Dune. Die hatten damals angekündigt, dass sie selbst auch noch eine machen wollen, aber haben es, glaube ich, bis jetzt noch nicht gemacht. Wichtel-Podcast 2018, das Sandwurm-Pupu muss fließen. Sehr genau. Gut. Wenn man übrigens so Geklapper im Hintergrund hört, Mario hat einen neuen Mitbewohner. Anakin Skywalker. Anakin Ray Skywalker. Wie heißt denn Skywalker jetzt dein Hund? Jetzt wollte ich schon Ray sagen. Gib's doch zu. Rhea Skywalker. Rhea Skywalker, Yoda, Chewie. Das ist quasi eine Kombi aus Rey und Leia. Du hast es erkannt. Von wegen kein Star Wars-Namen. Nicht zu nerden. Nein, Niemals. Ich wollte nicht zuerst Rey nehmen. Da dachte ich mir, ich kann auf mein Handy dann so ein Audioprofil einstellen mit Finn, wo jedes Mal Rey schreit, dann folgt sie mir. Dann muss ich das nicht machen. Dann kommt sie schon so. Aber in Dauerschleife. Ja, die Klasse also, schau aber bitte nie mit ihr Episode 9. Da kriegt der Hund ja einen Koller. Ray. Wenn es ein Rüde gewesen wäre, hättest du ihn auch Michael nennen können. Dann hättest du mal aus Lost einspielen können. Michael! Nee, Walt! Ach, stimmt. Walt. Ich sag Walt. Michael war ja der gekommen hat. Walt! Wäre auch geil Dad, gewesen, wenn aus dem Dschungel immer zurückkommt. Michael! Walt! Oder, ja, was ist? Michael! Jetzt habe ich mich verschluckt am Bier. Das ist aber nicht gut. Ich trinke übrigens ein naturtrübes Mönchshof, alkoholfrei. Ach, apropos Erste Hilfe. Wir haben uns das so lange nicht mehr gehört eigentlich. Ich habe im Sommer einem Kind das Leben gerettet. Oha, wie das? Es ist fast ertrunken im See. Und da dachte ich ja, ich bin halt mit der Schwester im Park gewesen. Wir sind auf einer Bank gesessen, dahinter halt der See. Im Park? Und daneben haben Kind. Park. Im Park. 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 Im Park. Im Park. Im Pack. Im Pack. Und da haben halt auch die Kinder gespielt. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal 10, 8 und 5 Jahre alt, so circa. Und die älteren Geschwister sind dann weggegangen. Da war nur noch der kleine Junge dort. Und ich habe halt doch so, ja, spaßhalber gesagt zu meiner Schwester, bah, der fällt sicher gleich rein, wie 10.
Und sie, nein, verschreib's nicht, hör auf, ich will nicht, ich will keine Erste Hilfe leisten. Und ich, ach, gebiet, das passiert schon nichts. 10 Minuten später hörst du wirklich, platsch. Ich dachte halt, okay, ich schaue nach links zum See, weil da waren Enten. Und die haben auch immer platsch, platsch gemacht. Und meine Schwester schaut aber in die andere Richtung, ruft meinen Namen, Mario, das Kind, es stirbt. Was redest du? Doch nicht meins. Und das Kind war aber wirklich unter Wasser, nur noch der Arm war oben, hat immer so ein bisschen, ja, so platsch, platsch gemacht oben an der Oberfläche. Wir springen auf, wir ziehen das Kind raus. Ich habe es gleich am Bein gepackt und dann halt umgedreht, damit es gleich Wasser ausspuckt und ausspeibt, weil ist halt ein bisschen blöd. Und wir haben 15 Minuten gewartet, bis die Mutter gekommen ist. Okay. Scheißegal. Ich rufe die ganze Zeit so laut durch den Park, hallo, Kind wäre fast ertrunken, es ist fast gestorben, interessiert das niemanden? In alle schauen uns deppert an. Nein, etwas glaubt, du hast ja fast gesagt, also ist ja nichts passiert. Ein Wiener brüllt doch nicht, Tim. Wir schimpfen meistens nur. Und dann kam die Mutter und das Kind habe ich halt in den Armen gehabt, weil sie hat Angst gehabt, eh klar. Und sie reißt mir das Kind aus dem Arm und sagt, ist eh nichts passiert, ist nichts passiert. Sag ich, ja genau, ist ja nur fast verreckt, wäre ich nicht da gewesen, also ist okay. Und sie geht einfach weg und sagt diesmal danke. Unglaublich, boah. Hättest du es mal besser verhalten. Hätte ich wieder reingeworfen dann. Ja, ich hätte es ja nicht melden müssen, aber ja. Ich bin ja nur vorbeigegangen bei ihr, als wir nach Hause gegangen sind, aber die ist noch im Park geblieben mit der ganzen Family und das Kind hat dort geweint in der Wiese. Das war schrecklich. Hab dann nur gesagt, ja, sie wissen eh, das Kind hat viel Wasser geschluckt. Könnte heute Nacht ersticken. Genießen Sie die Zeit. Oder Sie gehen ins Spital. Sie schaut mich nur deppert an. Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Sag ich, nix, nix. Bin einfach nach Hause gegangen. Na, schrecklich. So viel zur Erste Hilfe. Aber gut so, Mario. Ja. Also machen nicht viele sowas. Also, du wirst es mir nicht glauben. Also, da waren circa 50, 60 Leute dort im Park. Und alle haben zugeschaut. Ja, also ich meine das auch ernst. Von daher, ja, ja. Gut. Handys habe ich auch gesehen. Also wirklich. Natürlich. Krank. Ja, zurück zum Zylonsender, würde ich sagen. Zurück zum Postmortem. Postmortem. Ja, eben nicht. Hast du es denn jetzt gefunden, was du gefunden hast? Ich habe es doch schon. Was? Ich habe nichts gesucht. Ja, wir sind auch von der Dune-Folge jetzt zu... Wir waren schon längst bei, dass Sandborn Popo muss fließen, schon längst alles verlinkt und abgeschlossen. Ja. Aber dann war doch noch etwas und dann meinte Mario, währenddessen kann ich ja noch mal was erzählen. Ich habe mich nur am Bier verschluckt, aber nichts gesucht. Ah, das war das, ja, Verschlucken. Das war ja. Genau, deswegen habe ich dann das mit der Geschichte hergenommen. Ja. Genau, und dann können wir jetzt mal auf die regulären Folgen gucken. Und damit auf deine Visualisierung und Statistik, die du vorbereitet hast, die ich auch schon getwittert habe. Ja. Jan, die schaut echt cool aus und danke, wirklich. Schaut urcool aus. Keine Ursache. Ich hatte irgendwann im Urlaub echt Langeweile. Ah. Und dann habe ich noch einen halben Arbeitstag reingehauen. Langeweile und trotzdem Internet? Ja. Ich dachte, ihr wart campen. Hat man da in Deutschland Internet? Nee, wir waren eine Woche in einer Ferienwohnung. Ah, okay. Wir wollten ja ursprünglich nach Irland und dann ging das ja nicht wegen Pandemie und so weiter. Aber dann war das Wetter in Irland auch so scheiße in den 2 Wochen, dass wir dachten, wenigstens hat es was Gutes. Ja, das wollte ich nochmal fragen, ob ihr wegen dem Wetter da nicht hingefahren seid oder wegen Corona. Nee, Flüge wurden storniert, da konnten wir nicht. Ja, das hatte ich schon mitbekommen. Bei deiner. Ich dachte am Ende wegen Sturm oder so. Achso, nee, wegen Pandemie. Waren dann am Ende um die Ecke deiner alten Heimat. Wir waren auf der Schwäbischen Alb. Oh, hätte mich ja besuchen können in der Vergangenheit. So schnell fährt unser Auto nicht. Vergangenheitstim. Ah, du hast mich ja eh schon mal besucht, oder? Du warst doch mal da. Ich war schon zweimal da. Nee, du einmal warst mindestens. Doch klar, du warst doch schon mal da. Richtig, wir haben doch Star Wars geguckt. Genau, da warst du ja da. Genau. Ja. Und dann haben wir Junk getrunken. Richtig. Und Ben war auch schon mal da, aber das war ein anderer Termin, da waren wir doch in der Liederhalle, oder? Da haben wir doch die Herr der Ringe mit dem anderen Jan gehört. Da war ich nicht da. Nee, aber Ben, der sagt es aber nicht. Da warst du doch da. Ich war da. Ja, genau. Gut. Dann zurück zum Podcast. Ja, dann lass uns mal auf die
Ausarbeitung schauen. Ja, ich habe mal so ein bisschen drauf geguckt. Tim hatte von seiner Webpage oder von der Podcast-Webpage unsere ganzen Ratings runtergezogen und wer welche Folge wie bewertet hat. Und dann dachten wir, wäre ja ganz lustig, mal auf ein paar Sachen zu gucken. Also was wurde am besten bewertet, was wurde am schlechtesten bewertet, wer war überhaupt am meisten da und wer am zweitmeisten, weil wer am meisten da war, ist ja klar, weil ohne Tim läuft hier nichts. Ich möchte ja nochmal darauf hinweisen, dass ihr einmal die Chance hattet, eine Folge ohne mich aufzunehmen und sie nicht genutzt hattet. Punkt. Jetzt ja, weil ohne dich läuft nichts. Ja, offensichtlich. Das ist einfach so. Ja, und auch wie wir einzeln unsere Stimmen verteilen. Wir haben ja so ein Punktesystem von theoretisch 0 bis 10, aber tiefer als 2 hat nie jemand Punkte gegeben. Aber wir können ja vorne anfangen. Das Ganze ist so ein Dokument mit ein bisschen Text und ein paar Tabellen, ein paar Graphen. Und wenn man will, kann man sich den zugehörigen Python-Code auch einblenden lassen. Das hat auch so ein öffentliches GitHub-Repository, da kann sich jeder auch runterziehen, was er will und damit rumbasteln, ist mir alles scheißegal. Schau hier in den Link. In den Link, genau. Und das Erste, was ich angeguckt habe, war eben, wer waren überhaupt am meisten da? Wie schaut das da aus? Und siehe da, Tim ist tatsächlich 100% der Episoden da gewesen, die wir aufgenommen haben. Danach kommt Phil mit irgendwas über 80% und Ben auch. Und Mario und ich bilden das Schlusslicht mit weniger als 80% Anwesenheit. Mir ist auch später aufgefallen, dass ich bei kaum einer Episode da war, die schlecht bewertet wurde. Ach so. Aha. Was irgendwie auch so interessant ist, weil von den ganzen schlecht bewertetsten, den 5 schlecht bewertetsten Mediendingern, die wir hatten, weil da ist dann auch eben die Miniserie mit drin, der Pilotfilm und so weiter, war ich aus 5 nur bei einem da. Ich finde es ja besonders schön, auch wenn du gerade nur über die harten Zahlen redest, dass du das ja noch mit so Prosa-Texten umschrieben hast. Das ist sehr lustig. Zum Beispiel hast du drunter geschrieben, it's Phil whose calm-voiced opinions are so much important part of this podcast. Ja, und das stimmt ja. Ich freue mich immer, wenn Phil was sagt, vor allem, wenn er einem ins Wort reingrätscht. Der Unterbrecherkönig. Das wird heute nicht mehr laut passieren. Dabei. Nee. Nee, leider nicht. Aber ich höre ihm trotzdem gern zu. Bevor du zur Distribution der Stimmen kommst, zur Verteilung der Stimmen, ich habe jetzt Vote Distributions gelesen, ich habe das Oberste nicht verstanden. Episode Grading. Ich verstehe diese Tabelle nicht. Ist das nur ein Test? So, oder? Das ist nur ein Test. Also ich habe die Tabelle reingeladen, wo die CSV-Datei und mir die ersten 4 Zeilen, 5 Zeilen anzeigen lassen. Ah, okay, ja. Und weil Benjamin eben den niedrigsten Buchstaben im Vornamen hat. Und das nach Vornamen sortiert ist. Ja. Kommt er eben da als Erster. Verstehe. Okay, ich habe mir nämlich die ganze Zeit gefragt, was das bedeutet. Aber es bedeutet ja, ich wollte, ein Test. Sozusagen. Hätte sie auch, ich kann sie noch mal ausblenden und dann das noch mal hochladen. Aber war mir dann auch egal. Das muss so bleiben. Sonst wissen die Zuhörer ja gar nicht. Stimmt, es verwirrt dann. Genau. Dementsprechend, falls jemand Fehler findet in der Auswertung, kann ich die auch nicht korrigieren, weil das würde diesen Podcast verfälschen. Stimmt. Okay. Ja, und dann haben wir uns eben die Stimmverteilung angeguckt, also für jeden. Einzeln der Podcaster, Tim, Ben, Mario, Phil und mich. Und wie wir untereinander die Stimmen verteilt haben. Und ja, wir haben alle so ein bisschen was wie eine Normalverteilung gehabt. Die ist immer ein bisschen schief bei den meisten. Bei Mario gibt es noch ist fast so was wie eine binäre Verteilung. Also er hat noch so einen zweiten Hubbel bei niedrigen Votes. Also Mario hat ein paar mehr Dreier-Votings rausgegeben als wir anderen. Mario ist auch der einzige Podcaster, der sich auch mal getraut hat, eine 2 zu vergeben oder zweimal eine 2 zu vergeben. Ja, ich bin eine Wertung, die Tim hier nur fast einmal gemacht hatte und das ist in der Folge, die auch
am niedrigsten bewertet wurde. Da hat er nämlich, die habe ich mir nochmal angehört, gesagt, ich gebe dieser Folge oder ich würde dieser Folge am liebsten 0 Punkte geben. Aber dann habe ich aufgezählt, weswegen ich es nicht tue, was jedes Mal einen Punkt gegeben hat, oder? Ja, Phil meinte, ach komm, 0 Punkte. Also ich habe wenigstens die Kamera schon auf die richtigen Schauspieler gehalten. Welche Folge war das denn? Weißt du das noch? Da komme ich gleich drauf. Ach so. Aber ich schon mal vorneweg, es wird viel geboxt in dieser Folge. Okay. Wir geben alle sehr gerne zwischen 7 und 8 Punkten. Ja, was mir noch auffällt, ist, dass zum Beispiel bei mir und Ben und auch Phil die 7 und 8 tatsächlich sehr hoch sind im Vergleich zu den anderen, aber bei dir ist es mehr ausgeglichen und bei Mario ist es auch ein bisschen mehr ausgeglichen. Ja, ich habe öfter mal eine 6 gegeben oder auch 5 Punkte, habe aber zum Beispiel auch mehr 9 und 10 gegeben als jetzt Phil oder Ben. Aber es sieht man halt bei fast allen von uns, dass wir uns schwer tun beim Schritt von der 8 zur 9. Naja, also bei mir nicht so. Zwischen 8 und 9 gibt es immer schon einen größeren Schritt. Okay, also das stimmt. Einen größeren Sprung. Aber ich finde, ich habe eigentlich relativ viele 9 und 10 gegeben im Vergleich zu Phil zum Beispiel. Ja, das auf jeden Fall. Phil war sehr knausrig bei hohen Punktzahlen. Ja, und wenn man alle zusammennimmt, also ich habe das oben einmal dargestellt mit normierten, was heißt normierten, aber wir haben eben alle die gleiche Y-Achse, das heißt, man kann es besser ablesen. Und die Verteilungsgrafen gibt es darunter nochmal, wo eben ja das bei jedem dann unterschiedlich ist, die Y-Achse. Und dann werden eben auch nochmal alle zusammengezählt und da sieht man auch, dass ich Phil, Tim und Ben gut durchpausen, was die 7er und 8er Stimmen angeht. Ja, dann können wir übergehen, wie wir die Folgen, na nicht die Folgen, aber die Staffeln bewertet haben. Da habe ich so eine kleine Heatmap gemacht, wo auf der Y-Achse, auf der vertikalen eben unsere Namen sind und auf der X-Achse Season 1, 2, 3 und 4. Und die sind eingefärbt nach der Bewertung. Und die mittlere Bewertung von uns pro Season steht eben auch in dieser Heatmap drin. Und da fällt auf, dass wir verglichen mit den ersten beiden Seasons die letzten beiden viel besser fanden. Tim fand die 4. Season enorm gut mit über 8 als mittlere Wertung. Und Phil fand die 1. Season ziemlich schlecht mit im Mittel 6,2 als Wertung. Ich hätte es jetzt eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, genau anders gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, dass ich die 1. Staffel viel besser fand als den Rest, aber offensichtlich habe ich ja ganz anders bewertet, als ich das jetzt so gedacht hätte. Ja, ich habe zurückgedenkend, denke ich, auch viel mehr an die Zeit, wo sie halt auf der Galaktika unterwegs sind und es immer noch diese Krisen gibt innerhalb der Flotte und sie fliehen vor den Zylonen. Also da kommt ja die Folge 33 Minuten in den Kopf, die ja sehr am Anfang ist. Aber ja, es scheint bei allen so zu sein. Also wir haben alle die letzteren Staffeln besser bewertet, mit einem guten Sprung sogar zwischen Season 2 und Season 3 als die anderen. Das ist eigentlich auch ganz spannend, weil generell, also bei uns anscheinend ja nicht, aber generell ist ja so die Meinung, dass die letzte Staffel mit die schlechteste sein soll. Genau, da gingen ja zumindest die Zuschauerzahlen dann auch runter. Und für uns alle ist sie die beste. Eine Sache, ich habe mir ja auch die IMDb-Daten runtergeladen. Die letzte Folge hat auf IMDb sage und schreibe 58 Votes, also am 14. September 2020 auf jeden Fall. Wow, das ist ja nix. Alle anderen Episoden haben über 1000 Votes, nur die letzte Episode hat 58. Echt? Das ist ja komisch. Ja, ich fand es sehr, also entweder ich haben sie Fehler da mal in der API, oder wie ich die Daten abgegriffen habe, aber ich habe es halt für alle Folgen gleich gemacht, von daher. Ja, und dann können wir, wenn wir uns die Seasons jetzt schon mal kurz angeguckt haben, also jeder Zuhörer, jede Zuhörerin kann das ja noch ein bisschen mehr im Detail lesen, sonst schlafen die uns wirklich weg, können wir zu etwas Interessanterem kommen. Und zwar habe ich mir angeguckt, was waren denn jetzt eigentlich die besten Episoden und was waren die schlechtesten Episoden?
Und da habe ich erstmal stumpf einfach zusammengezählt. Also noch eine Zwischenfrage eine maximal stellen. Mögliche Punktzahl von 50 Punkten, okay, das ist, wenn jeder von uns 10 Frage. Punkte gibt. Und ja, minimal ergibt sich eben genauso, wenn die minimale Punktzahl ergibt sich aus der minimalen Summe. Hast du die Heatmap mit einem Tool gemacht oder per Hand? Die Heatmap habe ich mit einem Tool gemacht. Okay. Eine Python-Library, die nennt sich Seaborn. Das ist so eine Plotting-Library für Statistik und statistische Plots. Du kannst ja, ne, wenn man oben auf diesen Knopf klickt, hier to toggle on off the raw code, dann kannst du dir auch den kurzen Code angucken, der die Heatmap macht. Ah, okay. Ah, du hast oben drüber das auch mit dem Code gemacht. Ich hatte gedacht, oben drüber, das ist aus Excel rauskopiert. Das ist also auch alles damit gemacht. Ja, habe ich auch alles damit gemacht. Das ist auch ein Tool, das nennt sich Pandas. Das ist eben ein Tabellenbearbeitungstool. Mhm. Ah, sehr cool. Okay, zu den Folgen. Ja, die besten sind wirklich die letzten beiden, also Season 4, Episode 21 und Episode 20. Und dann noch Season 4, Episode 10. Das ist unsere Folge, die 3 von der Luftschleuse. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Battlestar Galactica-Episode. Na, das müsste die zweite Folge von dem Aufstand gewesen sein, oder? Wo dann wo dann Gator und der andere geluftschleust werden. Würde mal vom Titel auf jeden Fall passen. Aber warum dann 3? Weil der eigentliche Titel heißt ja die 3 von der Tankstelle. Ja, aber das hätten wir doch nicht so. Ja, gemacht. Aber es ist doch lustiger, die 3 von der Luftschleuse zu machen, als dann die 2 von der Luftschleuse, die nicht auf Stühlen gefesselt sitzen. Ja, das machen wir nicht ja, so. Es sind ja 2 in der Luftschleuse und einer, der den Knopf drückt. Ah, nee, die werden ja erschossen, verdammt. Einer, der abdrückt. Nein. So dumme Titel hätten wir nicht gemacht. Das muss besser gepasst haben, ich schaue nach. Dann guck sie nochmal nach. Okay, dann schreib dir auf, diese Folge kannst du ja auch nochmal anhören. Die wird umbenannt, rückwirkend. Das kann Tim nicht auf sie sitzen. So, das ist nämlich Die Folge, schlechteste Folge. Das ist nämlich die Folge, die Charaktere erfahren wir, die 4 letzten Zylonen sind. Starbuck kann mit Hilfe ihrer Viper ein Signal finden, das den Weg zur Erde weist. Die Flotte begibt sich zur Erde und dort ist alles ganz schlimm. Und da werden nämlich die Zylonen, sollen da nämlich geluftschleust werden. Aha. Und deswegen die 3 von der Luft. Welche 3? Ach so, die beiden. Tyrell, Ty und wie heißt denn die Folge nochmal? Also die richtige Folge? Revelations. Ah, hier. Und da stehen hinterher die 3 von den Final 5, nämlich in der Luftschleuse. Ach so, dann ist hier der beste Charakter der Serie noch dabei. Genau. Ender. Ah. Oder Toe. Ja, da sind es halt die. Siehst du, das ist nämlich, macht nämlich viel mehr Sinn dann der Folgentitel. Ich wusste, dass wir keine. Ja, ich weiß noch, dass ich diesen Folgentitel gesagt habe. Gut. Kommen wir vom besten Folgentitel zur schlimmsten Folge. Das ist eine Kombination von Vorschlägen. Die Folge heißt bei uns Technischer K.O. bei Klitschkos Regiedebüt. Ist eine sehr amüsante Folge, muss ich sagen. Ja, da bin ich nicht dabei, deswegen habe ich sie mir angehört. Die Boxfolge. Die Boxfolge, wo alle 3 Punkte gegeben haben, bis auf Mario. Er hat 2 Punkte gegeben. Ja, und das ist wirklich eine schlecht bewertete Folge bei uns. Und das kontraktiert oder spricht gegen die IMDb-Bewertung, die eigentlich mit 7,7 recht gut ist. Wo wir uns aber decken mit der IMDb, ist eine schlechte Folge aus der zweiten Staffel, die wir nennen Sherlock Lee und Snacks für Fisk. Ja, und es ist Black Market. Sehr spannend. Genau. Deine Lieblingsfolge, Jan. Ja. Zumindest zitierst du sie immer wieder. Ja, weil sie mir als schlechte Folge im Gedächtnis geblieben ist. Da wird doch Fisk am Anfang direkt getötet. 3 Punkte gegeben. Ja, da wird Fisk umgebracht, ja. Mit der Klavierseite. Genau. Und dann soll Adama, nicht Quatsch, Adama Apollo, den Fall lösen als genau. Ermittler. Und dann geht er ja auch auf den Schwarzmarkt. Einfach so.
Einfach so, weil er ermittelt. Er ist Detektiv. Er kann aber auch wirklich alles, dieser Kerl. Kannst du mir noch mal kurz erklären, wie ich das jetzt hier in dieser Tabelle lese? Also, dass die schlechteste technische K.O. bei Klitschkos Regiedebüt ist, verstehe ich. Die steht ganz oben, S3E09. Und wir waren jetzt bei der schlechtesten aus der ersten Staffel, oder wo waren wir jetzt? Nee, ich habe mir einfach, also da drunter kommt ja zum Beispiel Pilotfilm, das hoffen wir alle, hat auch 12 Punkte gegeben. Okay. Ne, da habt ihr alle 3 Punkte gegeben und ich war mal wieder nicht da. Moment, aber da haben wir noch Schulnoten gegeben, der fällt nicht unter die schlechtesten Folgen. Die habe ich eigentlich umgerechnet. Echt? Ja, wir haben den doch bestimmt nicht so schlecht bewertet. Dann, wenn das 3 sind, dann sind es, dann muss man das als 6 lesen. Das ist 6, 12, 18, 24 Punkte. Das ist auf jeden Fall eine mittlere Folge. Haben wir den 3 gegeben? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ja krass. Ich habe nur mit den Daten gearbeitet, die von der Website kamen. Also ich kann mich da jetzt definitiv nicht mehr dran erinnern, was wir damals gemacht haben. Wir haben da gar nichts bewertet. Ich glaube, die haben wir nie besprochen, die Folge. Doch, aber wir haben denen keine Punkte gegeben. Aber wo kommen denn die 3 Nuller her? Die waren denn in dem Excel-File auf jeden Fall drin. Ich habe nichts rausgelöscht oder dazu gedichtet. Nee, mir kam es nur gerade komisch vor, dass wir denen so schlechte Bewertungen gegeben haben. Ich war nicht dabei bei der Folge. Natürlich warst du beim Pilotfilm dabei. Ja, dann muss es ja irgendwas anderes sein. Dann ist das ein Artefakt vom Runterladen von der Website. Ja, kann schon sein. Weil bei mir steht da NAN in der Tabelle. Nee, da stimmt dann einfach. Pilotfilm hatten wir gar nicht bewertet, so wie ich das hier gerade auf der Website sehe. Wenn wir bei uns auf der Homepage gucken, steht dann unter unserem Namen immer die Bewertung, oder? Ja. Normalerweise steht ja. Bei jedem eine 3. Also ich bin. Also du musst natürlich bei Folge 2 gucken, ne? Weil wir haben ja 2 Folgen über den Pilotfilm gemacht. Ah ja, okay. Ich habe bei Folge 1 geguckt, das stimmt. Und da steht dann, Jan in die Serie Teil 2. Jan tatsächlich nicht bei, das ist ja komisch. Ja, dann stimmen zumindest die Daten damit überein. Gott sei Dank. Aber kann sein, dass das immer noch Schulnoten sind, sehr wahrscheinlich genau. Sogar. Und dann müssen hat die 24 Punkte und dann ist es schon besser. Ja, genau. Das hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, dass sie so weit bei den schlechtesten Folgen ist. Da hätten wir die Serie ja gar nicht weitergeguckt. Sie ist auf jeden Fall schlechter bewertet als die erste, auch von IMDb aus. Mhm. Aber egal. Und darunter siehst du, also du siehst oben eben die ersten 5 Zeilen quasi sind die schlechtest bewertetsten in dieser Tabelle. Dann kommt noch Season 2, Episode 2, das ist Kopfschuss, Nachladen, leer bei uns. Mhm. Dann kommt eben der Schwarzmarkt. Und dann Season 2, Episode 3, es steht bei mir NAN. Ich weiß nicht, was das für eine Episode war. Ich habe nämlich nicht sehr viel Datenpflege betrieben. Episode 3, wir haben ja die Staffelseite extra. Staffel 2, Episode 3 ist Crashdown. Ach, das ist die Folge, in der Crashdown stirbt. Ah, komisch, dass das nicht mitgenommen wurde. Interessanterweise habe ich da nicht bewertet laut Website. Steht hier bei mir auch keine Nummer? Ja, das ist da, wo du oben oder in deiner Bewertung eine Lücke hast. Ach, das war diese Sache, da hatte ich das Problem, dass diese Folge bei mir kaputt war und ich immer nur Teile davon gucken konnte und deswegen habe ich nicht bewertet. Das weiß ich noch. Aber Phil und Ben haben 7 und 6. Kommen dann eben die 5 Folgen mit oder auch Filme, weil Razor ist auch dabei, mit der höchsten Punktzahl, also 40, 42 Punkte in Summe und 3x 50 Punkte. Es kann aber natürlich auch immer sein, dass ein Podcaster nicht da ist oder auch 2 Podcaster nicht da sind, aber die übrigen die Folge trotzdem so gut fanden, dass sie alle 10 Punkte gegeben hat. Und das gab es einmal und das war in der 3. Staffel, die 4. Episode »Kein guter Hitler«. Da waren Tim, Ben und ich da und wir haben alle 10 Punkte gegeben. Das war die Folge, was du sagst, die 4. Episode? Staffel 3, Episode 4. Ah ja, das ist die, in der die Galactica auf Neu-Caprica fällt. Und das ist auch unser Bild bei der Zylonensender-Folge, das ist wirklich meine Lieblingsszene in der ganzen Serie. Ja, meine auch.
Habe ich mir auch. Eine meiner beiden Lieblingsmomente, also zumindest der optischen Lieblingsmomente. Ja. Aber ich habe jetzt gerade noch mal in den Pilotfilm reingehört, also in unseren Podcast, und es sind tatsächlich Schulnoten. Ja, genau. Okay. Also das, 3 muss man noch umrechnen. Das hatten wir erst kurze 6 Zeit später dann Punkte, umgestellt auf das 10er-System, damit es mit IMDb zusammenpasst. Genau. Hatten dann bestimmt gesagt, dass wir die Wertung der anderen Folgen nochmal neu ändern auf der Homepage oder so. Bestimmt. Ja, ich habe auch 1-2, habe ich, wobei ein, irgendwo hatte ich es geändert, aber dann ist mir eben die Pilotfilm-Miniserie Teil 2 durch die Lappen gegangen. Mhm. Also das hat dann doch eine bessere Wertung als 3 im Mittel. Nämlich 6 Punkte im Mittel. Ja. Ja, und dann, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, habe ich nochmal für jeden von uns über die gesamte Serie hinweg die Punkte geplottet oder unsere Bepunktung. Mhm. Wow. Und da sieht man erstmal sehr schön das Hin und Her bei manchen Podcastern. Man sieht aber, finde ich, auch sehr, sehr schön die Kontinuität. Also bei mir sind, irgendwas war bei mir in Season 2 los. Ich war in so vielen Episoden nicht da. Mario war Ende Episode 1, Anfang Episode 2 eine längere Zeit nicht da. Und da ist eben auch die eine Season 2 Episode 3, wo bei Tim eine Lücke ist. Ich will gerade mal gucken, da ist bei mir eine Lücke, krass. Achso, weil ich nicht gewertet habe. Die Crashdown-Episode. Ja. Ich will gerade mal gucken, welche meine erste 10er-Wertung war. Finde ich das so schnell raus? Ich muss mit der Maus nach unten gehen. Das ist bestimmt die mit Alan. Staffel 3, Episode 4. Nee, das kann nicht sein. Das war meine erste 10er-Wertung. Kein guter Hitler. Okay. Ich hätte gedacht, ich habe diese Alan-Folge auch mit 10 bewertet. Das ja, davor ist ja auch noch. Nee, davor ist keine 10er-Folge bei dir. Nur 8er noch. Wisst ihr diese Folge, wo es dieses Abendessen gibt, wo Alan Apollo die ganze Zeit mit dem Fuß, genau. Das ist so meine. Das war cool. Eine meiner Lieblingsfolgen aus der. Also ein Highlight, weil das so eine komödiantische Folge ist. Da geht es ja auch die ganze Zeit um diese Atombomben und diesen Monitor, wo Gaius Balta die ganze Zeit das faken will und so weiter. Und hinterher treffen sich doch dann alle wie so in so einer Dreieckskomödie dann alle in seinem Büro und überführen ihn. Also ich finde diese Folge ja toll. Aber offensichtlich wisst ihr nicht, wovon ich rede. Doch. Doch, aber toll kann ja auch 8 Punkte sein. Oh ja. Okay. Ist das, warte, Time Me Up, Time Me Down? Nee, Enhance müsste das sein. Enhanced Staffel 1, Episode 7. Da sieht man nämlich auch im Bild, dass Kottl vor diesem Monitor sitzt. Im Folgenbild. Staffel 1, oh, da können alle Leute mit uns rumscrollen. Ja, da haben wir auch noch Schulnoten gegeben. Das war das Problem, oder? Ach nee, das kann nicht sein. Wobei, Moment, in Tie Me Up, Tie Me Down kommt Ellen auf die Flotte zurück. Okay. Das sagt zumindest die Folgenbeschreibung bei IMDb. Die guten alten Übungen. Das ist unsere Folge 11. Ja, passt. Ja, Episode 9 der Staffel. Und wir haben noch die beiden Folgen vom Piloten gemacht, dann ist das unsere 11. Folge. Ja, und Tim hat 9 Punkte gegeben in dieser Folge. 4. Okay. Wow. Und Jan und Mario jeweils 7. Welche war es jetzt nochmal? Die guten alten Übungen. Mhm. Genau. Zylonensender 11. Ach, das war das, wo er mit Six, mit seiner Hex Head Six da war und dann kam jemand rein und dann meinte er so, ach, die guten alten Übungen. Ja, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Da hat auch, glaube ich, Adama Regie geführt. Ja, directed by Edward James Olmos. Mhm. Irgendwie alle Folgen, die ein bisschen weirder waren oder die auf jeden Fall Sex mit drin hatten, die waren von ihm in der Regie geführt. Ja, und ganz abschließend habe ich noch unsere mittleren Wertungen, also der Mittelwert aus unseren Wertungen, zu dem Mittelwert von ganz vielen anderen Fans auf IMDb gesetzt, nämlich halt ab da dann die Werte runtergeholt aus dem Internet.
und im Vergleich zu unserer Wertung mal dargestellt. Und obwohl wir öfter mal niedrigere Wertungen haben als die IMDb, also wir haben sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal mehr Punkte gegeben als die Datenbank, haben wir doch einen sehr ähnlichen Trend. Also dieses Tal der schlechten Folgen, was die IMDb auch in Staffel 2 sieht, da wo auch eben auch der Schwarzmarkt wirklich der Schwarzmarkt bildet das tiefste Tal in der IMDb-Bewertung mit 6,5 Punkten, ist bei uns auch die zweitschlechteste Folge nach eben der Box-Folge. Aber dieses Tal, ne, das haben wir. Wir haben bei manchen Spitzenepisoden liegen wir genau meinungsmäßig mit der IMDb überein und auch der generelle Verlauf zum Beispiel der vierten Staffel ist ähnlich bei uns und der IMDb. Also die erste Staffel oder im Verlauf der vierten Staffel, nicht erste Staffel, der vierten Staffel geht es halt erst so ein bisschen weiter runter. Die Punktzahlen nehmen ab und dann ab der siebten, ja, ab der sechsten Staffel geht es dann wieder aufwärts. Und dann gibt es bis zur 14. Folge ungefähr recht hohe Punktzahlen und dann geht es nochmal ein kleines Tal hinunter, bis eben die letzten beiden Folgen oder die letzten drei Folgen recht gut bewertet sind. Man sieht also, obwohl wir nur fünf Typen sind, die in ihren einsamen Kämmerchen in Mikrofone reinbrabbeln, scheinen wir so den generellen Trend widerspiegeln zu können, obwohl wir jetzt überhaupt nicht eine diverse Gruppe sind. Dann ist vielleicht der Schluss, dass IMDb-Zuschauer auch keine diverse Gruppe sind, sondern nur aus Podcastern bestehen. Womöglich. Aus fünf Podcasts. Das sind auf jeden Fall garantiert auch sehr Film-Nerds oder Serien-Nerds darauf. Ich meine, man muss sich ja einen Account machen, um Sachen zu bewerten. Was? Oh, okay, das kriegt ja nur Nerds hin. Ja, es bedeutet schon ein bisschen mehr Aufwand. Muss man bestimmt auch noch also die E-Mail bestätigen. Also ich habe keinen IMDb-Account. Ich glaube ich schon, aber nee, vielleicht auch nicht. Keinen, nee. Ich habe einen. Letterboxd reicht. Ich bewerte manchmal dort Serien, weil auf Letterboxd hast du halt nur Filme. Ja, stimmt. Ja, und das war's damit. Ja, sehr schön. Coole Sache. Das werden wir auf jeden Fall auch in der Folge verlinken und ich habe es ja auch schon getwittert. Und wir haben insgesamt alle zusammen 4x10 Punkte gegeben. Also vier Folgen in dieser Serie haben die perfekte Punktzahl bei uns bekommen. Wo kann man das sehen? Oder steht das nur unten drunter? Nur aus dem unteren Graph kann man das eben sehen. Da, wo wir unsere Spitzen haben. Ja. Bei 10. Das ist dann der Schnitt von uns. Im unteren Graph. Ja, genau. Okay, Staffel 3, Episode 4, das ist dann wieder der mit der Galaktika auf Neu-Caprica. Genau. Also das Team hat am meisten 10 Punkte gegeben, wenn ich das jetzt richtig rauslese. Ja, das siehst du ja auch an dem ersten, in dem Verteilungsplot, ist sein 10er Balken ist länger als bei uns allen. Ich glaube, dann komme ich, dann kommt Ben, dann kommst du und am wenigsten 10er vergeben hat Phil. Phil, ja. Ja, so aber im Durchschnitt scheint uns die Serie ganz gut gefallen zu haben. Ja, im Gefühl auch. Von den harten Zahlen zurück zur Emotion. Hat es mir gefühlsmäßig auch gut gefallen, vor allem auch mit euch darüber zu quatschen. Ich finde es ja schade, dass Baltas Billy geluftschleust wurde. Ich sehe gerade eine Folge Baltas Billy geluftschleust. Wer war denn Baltas Billy? Der Einbeinige, oder nicht? Der einarmige Einbeinige. Billy? Nein, war das nicht, hat der Balt nicht mehr so einen Assistenten oder so gehabt, der wie Billy war, von der Präsidentin? Ja, ja. Das war doch Gator, war auch sein Assistent. Nein, aber wo ist denn der Baltas Billy? Das ist schon Staffel 3, Episode 5. Ah, das ist noch zu... Das muss dann nach. Ist Gator, weil da wollen sie ihn ja Luftschleusen. Ach so, weil mit diesem geheimen. War. Ja, genau.
Das, was Sarek gebilligt hat als Präsident. Ah, ja, genau. Ja. Und dann hat er gesagt, dass er immer einen Hundenapf umgedreht hat und schon war er ein Held. Genau. Ein Held. Und Billy ist in dieser Folge gestorben. War das der Schwarzmarkt? Der ist in dieser Folge gestorben in dieser Bar, wo auch Alan war in dieser Bar. Das war aber nicht Schwarzmarkt, oder? Ist er gestorben. Oder war das der Schwarzmarkt? Das war die Folge Kill Billy war das. Kill Billy, richtig. Das war, was steht da? Das ist dann nicht der Schwarzmarkt. Staffel 2, Episode 16 war das. Genau. Kill Billy, ja. Da waren wir ganz besten von uns. Das war das mit dem Mauspad am Anfang, wo diese Separatistin diesen Plot geschmiedet hat. Steht ja auch in der Zusammenfassung. Nachdem in der Flotte bekannt geworden ist, dass der Zylon Boomer an Bord der Galaktiker gefangen halten wird, führen Separatisten in einem Restaurant auf der Cloud 9 eine Geiselnahme durch, mit der sie die Auslieferung von Boomer erpressen wollen. Genau. Betroffen sind die, Billy, Apollo, Alan und irgendwie auch Starbuck. Ja, die kommt da ja rein wie John McClane. John McClane. In ihrem Axel-Shirt. Genau. Yippie-yay, Motherfucker. Und er schießt einfach Billy ab. I'm sorry, Neville. You shot Billy in the head. Ach ja, er opfert sich ja für, wirft sich doch irgendwie vor die oder sowas, ne? Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber die Folge davor sehe ich gerade, Bibi und Tina, das mit Scar. Das war auch ein besonderer Scar, Charakter. Okay. So der außergewöhnlichste Raider, den es je gab. Und trotzdem habe ich nur 6 Punkte gegeben. War nicht außergewöhnlich genug für dich. Das war doch das, wo Starbuck dann immer in diesem Briefingraum saß und sich das nochmal angeguckt hat, oder? Genau. Die Schwarzmarkt-Folge-Team ist Staffel 2 Episode 14. Sherlock Lee und Snacks für Fisk. Genau, das müsste die sein. Das hatten wir eben ja schon an der Stelle, richtig, ja. Ja, und das sind, also wir befinden uns gerade auch wirklich im Tal der schlechtesten Episoden. Schön, schön gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wieso die Crashdown-Folge so schlecht bewertet war. Welche war das noch? Also an Crashdown lag es ja nicht. Nee, also die in der Crashdown gestorben. Crashdown. 2 Episode 3. Genau. 2, 3, ja, die Crashdown, ja. Oh, Crashdown so schlecht bist du ja gar nicht bewertet. Oh, nee, 6 und 7, halt, stimmt. Es gibt halt nur 2 Wertungen, deswegen. Ja, genau. Weil ich war ja sehr faul in meiner Auswertung und habe nicht berücksichtigt, dass auch Leute nicht da sein können. Ich habe einfach summiert. Eigentlich müsste man summieren und dann noch Querschnitt bilden. Ja. Also quasi wirklich das Mittel sich angucken. Ja. Und bei mittleren Bewertungen ist das auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Nö, das stimmt. Also ich sehe gerade wirklich, ich war oft nicht da. War? Also, bei mir schaut das ja echt super aus. Wow. Was ich auch noch gut finde, ist der Folgentitel Lucy Lawless und die nackten Weltraumärsche. Das ist da haben wir auch ein Bild, wo die nackten Weltraumärsche ist. Das ist nämlich dieses, seitdem haben wir dieses Meme geschaffen, dass die Videoaufnahmen immer nur in 2 Zeilen Modus sind bei der Galaktika, also schlechtes Video, wo sie in die Umkleide da rein gefilmt hatten. Ach, das war, wo sie eingeführt wurde als Charakter und diese als Doku Reporterin gedreht hat. Ja. Genau. Ja, da haben wir auch beide 9 Punkte gegeben, Tim. Echt? Bestimmt wegen den nackten Weltraumärschen. Oder wegen der Bildqualität. Bestimmt wegen der Bildqualität. Und dann haben wir auch über Blade Runner geredet in der Folge. Ah, ist das schön, hier in Erinnerungen zu schwelgen. Chief Bilbo und die Logikbombe. Ich glaube, das ist ganz weit vorne für meinen. Oh mein Gott. Ich habe ja nicht gesehen, dass du Bilbo da rein rekrutiert hast. Hast du das nicht gesehen? Oh mein Gott. Ja, da hatte doch Phil hatte doch gesagt, da hatte der Chief seinen Bilbo-Moment, wenn er dann so kurz den Schraubenschlüssel in der Hand hält und dann wieder normal wird. Weißt du, das ist dieser Moment, in der Bilbo kurz den Ring nochmal nimmt und dann
so dunkel und wird und kurz so sein Gollum-Gesicht sieht. Genau, so wie da eben jetzt rein retuschiert. Boah, krass. Das hat mich gerade wirklich kalt erwischt. 10 Punkte habe ich der Folge gegeben. Und das bevor ich wusste, wie der Folgentitel sein wird, sonst hätte ich 11 gegeben. Aber die anderen gar nicht so viel. Also zumindest Phil und ich nur 6 Punkte. Interessant. Oh, aber darunter ist ja ein 8, ganz 7. trauriger Kommentar vom Olaf. Was hat er geschrieben? Der Doktor ist tot und dann ein Link zu Ach so, stimmt, da ist der Doktor gestorben irgendwann. Ja. Genau. Dass Donnelly Rhodes gestorben ist. Ja, aber ist immerhin. Und Phil hat geantwortet. Hat sich einen angezündet, hat sich einen Kipper angezündet. I'm out, bitches. Ja, also wir haben auch lustige Folgentitel gehabt, wie man sieht. Ich bin ehrlich gesagt immer wieder stolz gewesen auf unsere Folgentitel. Ja. Oder was du mit noch genügend Nachdenkzeit dann als Folgentitel gegeben hast. Meistens war das ziemlich klar. Meistens war genau eine gute dabei. Es gab aber, glaube ich, auch öfter mal Folgen, wo keiner der Vorschläge nachher der sprichwörtliche oder der wirkliche Folgentitel war. Ja, dann habe ich was anderes gewählt. Aber meistens war da eins oder kombiniert, stimmt. Wie zum Beispiel Klitschkos Regiedebüt. Ja. Ja, Klitschkos Regiedebüt hast du gesagt und was kam noch davor? Technischer K.O., das war Tim. Und ich würde jetzt behaupten, Agro-Jack-Tante mit Hintergrund Trommelmusik war von Phil. Oder ist es auch eine Kombination? Ahnung. Klingt nach einer Kombination. Was keine Kombination war, war 11 Uhr, Vater, 11 Uhr. Season 3, Episode 17. Worum ging es da? Starbuck träumt, dass sie versucht, in ihrer alten Wohnung mit weißer Farbe das Auge des Jupiter zu überpinseln. Dabei hat sie Sex mit Lioben und das Muster kommt unter der Farbe zurück. Mhm. Weil das nicht ihr erster Traum dieser Art ist, konsultiert sie Hilos auf Hilos Vorschlagen eine Wahrsagerin, die überwiegend Lioben zitiert, was Kara verunsichert und wütend macht. In Gesprächen mit Anders erfahren wir dann noch etwas über Starbucks Verhältnis zu ihrer Mutter. Bei Patrouillenflügen sieht Starbuck mehrfach einen Heavy Raider, dem sie dann nachjagt und schließlich in dem Sturm explodiert, was Apollo dann ja sieht. Und das war dann wahrscheinlich der Ursprung für 11 Uhr, Vater, 11 Uhr. Weil ist sie dann eine nicht so geil bewertete Folge. Nee. Wegen diesen komischen Rückblenden, glaube ich. Ja, ihre Zeit in der Wohnung auf Neu-Caprica war, glaube ich, also ich fand die jetzt nicht sonderlich erinnerungswürdig. Insgesamt mochte ich die Zeit auf Neu-Caprica doch sehr, weil echt? So eine, ja, es hat mal so eine, also ich war froh, als es vorbei war, verstehe mich da nicht falsch, aber es war so eine schöne Abwechslung mal zu dem Schiffleben. Aber ich war sehr froh, als dann mit Pauken und Trompeten und dem Klang der Walküren der alte Mann mit der Galaktika in die Atmosphäre gesprungen ist. Mhm. Ich sehe übrigens gerade noch eine Folge, wo ich auch 10 Punkte gegeben habe, die ich auch einer meiner Folgen, also wenn ich jetzt Folgen auflisten würde, 5 Folgen, die man gesehen haben würde, wäre die auch dabei. Und die hat insgesamt auch eine hohe Wertung. Das ist der charismatische Katalysator mit schnödem Tuch über offenem Käfig. Oh Gott. CIS 46. Das ist die Folge, in der der alte Kriegsheld wiederkommt, der alte Kumpel von Tai und Adama auf ihrem früheren Schiff, dieses Geheimschiff da. Ah ja, genau, mit dem Stealth-Jäger. Der von den Zylonen wieder freigelassen wird, genau. Mhm, genau. Und wo sich sie dann gegenseitig kloppen und so. Der dann am Ende verhaftet wird und nie wieder vorkommt. Ich glaube, der wird nicht verhaftet, oder? Der wird, der geht auf irgendein anderes Schiff, heißt es dann. Ja, oder so, aber auf jeden Fall kommt der nie mehr wieder vor. Kommt nie wieder vor, genau. Einer der besten Freunde der Haupt- oder des Admirals und des XOs, aber kommt nie wieder. Ja. Nee, der war zu. Aber auch interessant, ne? Das war eine der besten bewertetsten Folgen. Ja. Und direkt danach kommt technischer K.O. bei Klitschkos Regiedebüt. Eine der schlechten. Diesen Knick sieht man wunderbar auch in der Darstellung. So von 8, noch was runter auf unter 3 in der Bewertung. Hm. Also in der mittleren Bewertung. Ja, da sieht man es. Bei dir sieht man das vor allem sehr schön in deinem
Graphen, Tim, also in dem zeitlichen Graphen über die Seasons von 10 Punkten runter auf 3. Stimmt. Ja. Und dann geht es wieder ein bisschen hoch auf 7. Wie schaut es denn bei euch mit Lieblingscharakteren? Wollte ich auch gerade fragen, interessant. Ja, sieh doch mal einer an. Da, was du jetzt zuerst mal gefragt hast. Das hätten wir vorher darüber geredet. Also irgendwie natürlich schon Adama, finde ich. Das ist aber schon, glaube ich, gesetzt, oder? Den mag doch jeder. Ja, der alte Mann hat immer besondere Momente. Also einer meiner absoluten Lieblingscharaktere ist schon Gaius Baltar. Weil der einfach, der Schauspieler ist einfach so gut, finde ich, der den spielt. Mhm. Und er spielt halt einfach diesen Typen mit seinen ganzen Facetten so toll. Und der hat ja immer wieder ganz viele Facetten. Und der spielt sich ja auch immer irgendwie selbst. Also er muss ja auch immer als Gaius Baltar noch mal eine Rolle spielen, weil er sich ja immer so verstellt gegenüber den anderen. Ja. Und das aber es kommt da eben nie so hervor. Es gibt Schauspieler, die bei denen hast du halt den Eindruck, also wie der Cumberbatch zum Beispiel. Okay, Cumberbatch spielt jetzt Sherlock Holmes oder Cumberbatch spielt jetzt den Doktor Strange. Aber das ist da eben nicht so. Das ist einfach Gaius Baltar, der sich verändert oder der sich verstellt. Das ist jetzt nicht der Schauspieler des Gaius Baltar, der eben eine andere Person schauspielert. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist auch, ja, ich verstehe. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das liegt auch einfach am Stil, weil Cumberbatch, glaube ich, so stark Overacting betreibt, oder? Und ja, das ja, macht das halt der Dings auch bei ihm. Ja, das finde ich jetzt auch per se erstmal nicht negativ, sondern es ist ja eine Eigenschaft von Schauspielern, wie die spielen. Aber das ist halt so ein typisch britisch, so theatralisch. Und das macht er hier halt, er ist halt auch theatralisch, aber irgendwie feinsinniger. Das ist halt immer dieses Rumgewiesel. Und das fand ich ja schon bei Benjamin Linus auch super. Und er ist da so ein bisschen so ein ähnlicher Charakter. Ja, und er kann Comedy unglaublich gut. Also sein Timing über die ganze Serie, er bringt mich viel öfter zum Lachen als jeder andere Charakter. Mhm. Ist eigentlich auch der Einzige, der zwischen Wahnsinn und totaler Hysterie der auch mal bescheuerte Sachen macht, wie zum Beispiel in der Folge, wo er versucht, seinen Arsch zu retten, indem er dieses Video löscht. Eine meiner Lieblingsfolgen deswegen. Auf die Tastatur einprügeln. Ja, genau. Und dann kommen die rein. Absolut nachvollziehen. Wer auch so eine Facettenreichtum hat, weil sie auch viele unterschiedliche Versionen spielt, ist eben Tricia Helfer oder die Six. Sie gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingscharakteren, auch nicht Schauspielern in der Serie, aber ich muss schon sagen, dass halt von dem Facettenreichtum die Änderung eben zwischen Head Six und dann dieser der Six-Version, die von der Pegasus gerettet wird und so weiter, eine unglaubliche Bandbreite an unterschiedlichen Nuancen desselben Zylon-Modells spielt. Viel krasser zum Beispiel als Boomer. Also Boomer kriegt das nicht so schön hin. Zwischen Boomer und Athena zu unterscheiden, fand ich mitunter sehr schwierig. Aber die Six-Modelle und jetzt abseits von den unterschiedlichen Frisuren konnte man die anhand ihrer ihres Wesens recht gut unterscheiden. Ja, gerade die Atombombe gezündet hat, die ja so misshandelt worden ist auf der Pegasus, die war halt, da hat man halt gesehen, dass die halt total gebrochen ist und während die Head Six halt so total die Kontrolle über alles hat. Ja, genau. Ja. Phil ist ja jetzt nicht da, aber der fand ja immer Trisha Helfer gar nicht gut, habe ich so verstanden. Also jetzt auch nicht schrecklich. Ja, aber kannst du jetzt nicht widersprechen. Nee, er fand sie, glaube ich, auch nicht schrecklich. Schön gemacht, Tim. Aber jetzt auch keine tolle Schauspielerin. Aber Lieblingscharakter sonst von mir noch neben dem alten Mann und Baltar ist Hilo. Aber einfach, weil der ist mein Feel-Good-Character in der ganzen Serie. Der ist immer jemand, auf den man sich zurückbesinnen kann, wenn der ganze andere Scheiß den Gulli runterfließt. Moralische Instanz. Ja. Genau. Genau. Der Fels in der Brandung. Weil du das vorhin angesprochen hast mit Gaius, bei ihm muss man eigentlich fast immer lachen. Also es gibt immer was zu lachen bei ihm. Bei Cavill ging es mir nämlich genauso.
Also wenn der aufgetreten ist, ja, dann natürlich hat man auch immer noch finde ich. Also ja, der war wirklich super, was Humor anging. Also sein Humor ist mal ein bisschen anders gewesen, aber toller Humor. Ja, der hat halt so auch wieder sowas als typischer überzeichneter Schurke. Als überzeichneter Bösewicht, das klingt auch nicht besser, als so der Imperator. Antagonist. Ja, genau, so heißt es. Ein Imperator-Charakter, würde ich sagen, oder? Der so fies ist, aber cool fies. Ja, würde ich auch sagen. Ist tatsächlich auch mein Favorit. Ja. Mhm. Also Cavill ist auch mein Favorit gewesen. Wenn es jetzt um reine Charaktere geht, würde ich ihn tatsächlich noch vor Balta setzen. Aber wenn es um die Schauspieler geht, ist tatsächlich der Schauspieler von Balta mein Favorit, weil er, wie Tim schon gesagt hat, und Jan, er einfach so eine große Facette spielen kann, was seinen Charakter angeht. Ich mag seinen Charakter nicht. Balta ist, ich mag ihn einfach nicht. Er nervt mich auch ein bisschen in der Serie, was ja nicht schlimm ist. Aber er spielt ihn halt so gut und so überzeugend. Deswegen finde ich, was die Schauspielerei angeht, ist er für mich mein Favorit in der Serie. Aber was den Charakter angeht, ist es tatsächlich Balta. Ist es tatsächlich Cavill. Mhm. Ja, ich würde da auch total trennen für mich. Also charaktermäßig Bettilo, der hat halt schauspielermäßig nicht so viele Facetten wie jetzt Tricia Helfer oder Gaius Baltas Schauspieler James Callis. Von daher würde ich den beiden Schauspielern dann für männliche und weibliche Hauptrolle oder Nebenrolle die goldene Zylonensenderperle am Band geben. Mit Eichenlaub und Schwertern. Genau, wegtreten. Also ich muss ja sagen, ich mag auch die Präsidentin als Charakter. Da wird ja immer viel drüber geschimpft, dass das ja so eine religiöse Tussi sei. Aber ich mag die Präsidentin auch sehr. Weil die... Ich mag sie. Entschuldigung. Ich weiß, red ruhig, weil ich weiß... ich weiß auch nicht, was die Begründung ist. Deswegen red ruhig weiter. Okay. Ich wollte nur dazu sagen, ich finde sie schauspielerisch eigentlich auch recht gut sogar. Also ist nicht ganz da oben beim Gaio-Schauspieler, aber ich mag sie schauspielerisch eigentlich doch sehr. Charakter irgendwie ist okay gewesen, aber die kann die Rolle gut spielen. Die hat halt dieses Politiker-Ding irgendwie so. Sie hat so das klare Ziel vor Augen und sie ist ziemlich skrupellos, um das zu erreichen. Und das ist halt, und das ist, finde ich, in der Rolle passt das sehr gut. Und sie, diese Skrupellose halt so ein bisschen und so ein bisschen Fähnchen im Wind, Opportunismus, wie man das Politikern oft nachsagt. Hat Balta ja auch. Ja, den hat Balta auch, genau. Aber den hat sie, finde ich, auch. Nur anders, sie trägt halt trotzdem immer noch das Moralische mit nach vorne, das, was Balta ja halt überhaupt nicht tut. Und sie macht das schon alles ja immer zum Wohl der Flotte, aber es gibt dann auch so Grenzen, dann geht es manchmal so in so persönliche Sachen rein. Gerade wenn es um Balta geht halt, oder so. Sie hat halt oft das Problem, dass sie glaubt, dass nur sie das einzig Richtige tun kann und deswegen versucht sie immer auch ihre eigene Macht zu sichern. Das macht sie jetzt nicht, weil sie so machtgeil ist, sondern weil sie, glaube ich, tatsächlich denkt, dass sie die beste Lösung ist, die aktuell besteht. Genau, und das ist ja ein völliger Spiegel von Adama, weil der ist ja genauso. Ja, richtig. Und daher auch das Meme politische Entscheidung und militärische Entscheidung. Offensichtlich gibt es viele ganz gute Charaktere. Ja, aber wer mir auf die Nerven gegangen ist, ist Apollo. Irgendwie Apollo gehört wirklich nicht zu meinen Lieblingscharakteren. Ja. Er wurde irgendwie nerviger immer. Genau, muss ich leider auch sagen, ich fand den am Anfang eigentlich ziemlich cool und der wurde irgendwie, fand ich, immer nerviger. Ich glaube so, seitdem er wieder abnehmen musste. Ich fand ihn ja so geil, wo er seitdem er den Gummibauch Folgen diesen Fettsuit getragen hat. Und dann 3 Folgen später hat er wieder ein ultra definiertes Sixpack. Ja, er hatte Springseil, Mann. Springseil. Im Weltall hört dich niemand springen. So in der Vibe hat er damit geübt. Springen, springen, springen. Ja, vielleicht lag das auch an dem Charakter, aber so ein bisschen nervig fand ich da halt auch, dass das so ein ständiges Hin und Her war. Man wusste, glaube ich, immer nicht so richtig, wo man mit dem hin wollte.
Das war ja auch so ein Problem von dieser Schwarzmarkt-Folge. Das war ja diese Folge, nachdem der da mit diesem im Weltraum getrieben ist und ständig diese Einbildungen hatten, dass er im Meer versinkt oder sowas. Wisst ihr noch? Ach der, Gott, der hat doch den Wasserfall. Ja, genau, diesen Flugunfall. Ja, genau. Und da kam doch dann hin, dass er jetzt wieder ein ganz anderer Mensch wird und dann kam diese Schwarzmarkt-Folge und da war das halt alles wieder vergessen und sowas war halt mit ihm halt öfter. Und deswegen finde ich auch irgendwie ist der sehr inkonsistent erzählt. Ganz anders wie ja, der zum Beispiel Balta. Der hat, wo man halt immer so die Konsistenz seines Wesens irgendwie feststellt. Also Jan wird mich jetzt schlagen, aber ich fand Hilo nicht so toll. Also anfangs war er noch, ja, fand ich ihn doch gut, aber ich fand ihn später, ich weiß nicht, ich habe mich nicht anfreunden können mit dem Charakter, überhaupt nicht. Also da fand ich ihn halt doch besser als den Lee jetzt. Aber auch er ist so fast auf einer Linie mit ihm. Ja, ich nehme dir das überhaupt nicht übel, wo du sagst, er ist auf einer Linie mit ihm. Das ist eben ein Eindruck, den ich von Lee habe. Die haben versucht, ihn so viele Facetten zu geben von anderen Charakteren. Dann war er plötzlich Anwalt, dann war er später plötzlich Präsident, dann war er eben der, und ich sehe voll auch Parallelen zwischen ihm und Hilo, aber für mich ist es halt so, die Hilo-Stelle oder der Hilo-Charakter in dieser Serie ist besetzt und der passt halt nirgendwo so richtig rein und der flutscht auch nicht zwischen anderen Charakteren als mögliches ich sag mal so, als Dialogöl, dass sich dann noch irgendwelche interessanten Charakterentwicklungen draus entwickeln können. Also das höchste der Gefühle ist Kara Thrace Deeply Adama. Ja, aber ich glaube, du hast auch recht, dass das Problem ist, dass sie sich so ähnlich sind oder gewesen sind am Anfang Hilo und Apollo, ja, dass er ja nämlich auch genau diese moralische Instanz am Anfang war. Und dass man vielleicht da wirklich dann irgendwie gesagt hat, man geht jetzt da eher noch einen anderen Weg, damit es nicht zu langweilig wird. Und man hat es dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, man hat das Gleiche ja mit Gator gehabt, nur Gator war eben so das Analog auf der Brücke und noch ein bisschen mehr Köpfchen als der gute Crew-Kumpan. Und was sie mit dem gemacht haben, hinten raus, habe ich irgendwie immer gedacht, das finde ich sehr schade, weil ich mochte ihn am Anfang so, aber diesen Verfall des Charakters, ne, erst durch eben den Verlust seines Beines und dann sieht er, dass halt die Leute, die eigentlich dafür verantwortlich sind, er schiebt das ja nachher alles den Zylonen in die Schuhe, haha, Wortwitz über Beine und Schuhe, und fand ich das dann im ersten Gefühl eben nicht so geil, aber jetzt rückblickend, wie dieser Charakter sein Ende genommen hat, doch ziemlich gut. Den mochte ich am Anfang sehr gerne, habe ihn am Ende gehasst wie die Pest. Also und Hass ist ja auch eine Form von Liebe, von daher. Ja, aber bei mir ist es immer so, je nachdem, also ich habe den schon so gehasst, dass ich auch keinen Spaß hatte zuzuschauen. Es gibt auch irgendwie halt Figuren, die hasst man und man findet sie trotzdem gut und den fand ich halt am Ende gar nicht mehr gut. Zum Beispiel habe ich neulich diesen Film gesehen, den fand ich auch ganz schrecklich, weil ich einfach den Charakter so schlimm fand. Und das macht mir dann keinen Spaß mehr. Wie hieß der denn? Drive. Nein, nicht Drive. Nee, das bei Drive überhaupt nicht. Der Typ ist mir völlig egal. Genau. Du fandst die erste Hälfte 5 Sterne, die zweite Hälfte 0, also 2,5 Sterne auf Letterboxd. Nee, das war so ein fieser, schleimiger Kleingangster, der hat immer solche Unfallszenen aufgenommen. Ach, mit hier Nightcrawler. Nightcrawler, genau. Ja. Und da fand ich diesen Typen so schlimm, den der gespielt hat. Das war wahrscheinlich eine schauspielerische, total tolle Leistung von Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Aber ich fand diesen Charakter so ekelhaft, dass mir dieser ganze Film keinen Spaß gemacht hat. Ja, also den Film mit ihm habe ich noch nicht gesehen, aber ich mag den Schauspieler so gerne. In Zodiac zum Beispiel oder Prisoners spielt der total gut. Guck dir den Film mal an, ob du den gucken kannst. Ich kann den nicht gucken. Ich habe ihn steht noch geguckt auf meiner Watchlist. Und so ist halt auch so ein bisschen was eigentlich? Ach so war es bei Gator bei mir am Ende. Ja.
Und dann gibt es ja noch hier den weltbesten, nee, den beliebtesten Charakter, der ja eigentlich dann auch noch mal ein Abziehbild von Apollo ist, der ja auch genauso aussieht wie Apollo. Also das ist, glaube ich, dann so noch mal so ein Problem, dass sie dann noch mal den gleichen Charakter hatten, sowohl vom Aussehen her als auch von der Ehrenhaftigkeit, weswegen sie vielleicht dann auch noch mal Apollo dann von weg vom Piloten und... Ja, stimmt, der wurde dann ja auch noch Pilot. Genau. Mr. Samuel T. Anders. Genau, den ich jetzt auch gar nicht so... Der beliebteste Charakter. Ich fand den gar nicht so schlimm jetzt, aber der war halt auch nochmal das Gleiche wie Apollo und auch Hilo so ein bisschen. Ich fand seine Wandlung nachher sehr sprunghaft, aber okay, die kam eben auch mit der Geschwindigkeit einer Kugel. weil er war ja plötzlich so eine Art Medium und hatte plötzlich so eine vollkommen transzendente Rolle. Was mir aber auch irgendwie gut gepasst hat, weil das war eben, okay, wie lösen wir jetzt dieses Dreiecksproblem mit Anders, Apollo und Kara, weil vielleicht kann Kara die beiden auch nicht unterscheiden, so wie es uns geht. Mhm. Und dann haben sie ihm halt eine Kugel verpasst und ihn so zum Medium gemacht. Ja. Und das war dann der Punkt, wo ich dachte, ah, jetzt finde ich ihn auch mal interessant. Was ist denn eigentlich mit Starbuck? Ja, finde ich super. Da, ne? War auch da. Ja, ich finde sie super. Es gab keine Ahnung, ob das stimmt, weil ich habe mich damals nie damit beschäftigt, dass es diesen Aufschrei gab, dass Starbuck jetzt eine Frau ist. Also zwischen alter und neuen Serie. Hatten wir sogar schon drüber gesprochen. Ich glaube, in der Folge, wo wir auch diese, wir hatten nochmal über die Webcon, nicht Webcon, wie heißt das? Ah, das, ja. Fancon, Dingsbumscon, da ging es da, glaube ich, auch drum. Hatten wir drüber gesprochen. Ich finde sie super besetzt und auch als Charakter macht sie halt immer echt Spaß. Ich finde die auch super besetzt und ich habe aber mit ihr so ein bisschen das gleiche Problem wie mit Apollo, dass das immer weiter verloren gegangen ist, dieses Starbuck-Feeling. Ja, das stimmt. Sie ist doch sehr erwachsener geworden oder mehr zum Engel. Ja. Ja, man kann bei ihr ja wirklich so ein bisschen entzweiteilen, vor und nach Neu-Caprica, beziehungsweise vor und nach diesem Hurricane, wo sie explodiert ist. Ja. Aber es ist natürlich auch verständlich, dass man nicht die ganze Zeit diesen Charakter, den das Gleiche machen lassen will, nämlich Leute töten und Jäger fliegen. Aber vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen. Aber ich fand es schon gut, wie sie sich entwickelt hat. Auch eben, sie hat viel mehr Tiefe diesem Charakter gegeben. Und was ich ja auch wundervoll finde, ist, dass sie am Ende jetzt nicht irgendwie aufgeklärt haben, was mit ihr ist, sondern sie ist einfach weg. Ja. Und das ist auch gut so, dass man dann da sagt, Punkt, fertig, aus. Und Apollo akzeptiert das ja dann auch. Mhm. Ja, zum Ende hin. Ja, und dann gibt es noch den einen universal geliebten Charakter und das ist die Katze vom Anwalt. Nein, ich meine Dr. Kottel. Ach, Dr. Kottel, oh ja, natürlich. Ach, Dr. Kottel. Für den haben wir extra einen Kottel-Punkt eingeführt. Dann hätten wir bestimmt irgendeiner Folge auch 11 Punkte geben müssen. Hatte der eigentlich lange Koteletten? Wow, wie lange hast du da noch? Eine Frau hat ihm immer Schweinekotelett gemacht. Ja, bei ihm hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen können. Ja, aber ich finde es auch so Side-Characters muss es auch geben, die einfach ab und zu mal sowas raushauen. Und genau. Wo man auch schon erwartet, was sie raushauen. So ein bisschen wie Wilson bei Hör mal, wer da hämmert, der immer hinterm Zaun steht. Ja, es war auch gut, dass er halt nicht so oft da war, weil man war immer ein bisschen überrascht, wenn er dann da war und hat sich gefreut, dass er wieder vorkommt und hat dann auf den nächsten Spruch von ihm und die nächste Kippe natürlich gewartet. Ja, genau. Ich glaube, wenn sie ihn zu oft eingesetzt hätten, dann hätten sie ihm ein bisschen von dieser Magie genommen. Ja, das meine ich gar nicht mal. Aber eine Folge, die sich so ein bisschen mehr um Kottel dreht, ach so. Hätte ich vielleicht ganz schön. Wie gemacht. Auf das Schiff gekommen ist oder so vielleicht. Ja, das stimmt schon. Die Kottel. Oder wie er den Angriff erlebt hat. Ja, zum Beispiel, wie er plötzlich so viel zu tun hat auf der Krankenstation oder was auch immer. Ja, stimmt. Eine das hätte man bestimmt gut machen können. Ich meine, er hatte ja diese Folge mit diesem anderen Arzt, der hier die,
die Bewohner von einer bestimmten Kolonie die ganze Zeit vergiftet hat. In Doppel. Das war ja auch schon, genau, das war ja auch so ein bisschen um ihn rum, weil das war ja sein bester Freund, sein alter Kollege, ich weiß es jetzt nicht mehr. Er hat ihn zumindest erst verteidigt dann noch, gell? Genau. Genau. Und hat ja dann auch immer wieder gesagt, dass er in den Tests nicht gefunden hat oder dass er vielleicht auch nicht richtig hingeguckt hat. Und am Ende war es ja dann so, dass er den Test nochmal wiederholt hat, weil er sich dann auch gedacht hat, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und dann hat er ja tatsächlich dieses Gift gefunden. Hm. Stimmt, das war so das Nächste, was man an einer Kottl-Folge sehen konnte. Ja. Ja. Und eine Hilo-Folge. Genau, weil Hilo ja eigentlich der Mittler war in der Folge. Ja. Der Typ, der das machen musste. Der Verbindungsoffizier. Tja. Tom Selleck war auch okay. Ich habe gerade Tom Selleck verstanden. Und Tom Selleck ist immer super. Der ist auch okay, ja. Aber ja, bei Tom Selleck mochte ich am Anfang tatsächlich, weil ich auch das Gefühl hatte, dass er eben nicht so dieser typische Bösewicht ist, sondern er hat das ja auch gemacht, weil er ein Ziel erreichen wollte, das nicht nur um sich ging quasi. Das hat man ja in der Folge oder in der Serie auch öfter angesprochen, dass man ja auch seine Punkte verstehen kann. Man ja quasi nicht mit seinen Aktionen übereinstimmen muss, aber man kann verstehen, warum er das macht. Aber ich fand, diesen Punkt hat er irgendwann verloren. Irgendwann wurde er dann doch so zu diesem austauschbaren Bösewicht, der dann doch lieber die Macht für sich sichert, statt doch an das große Ganze zu denken. Ich fand, den haben sie so ein bisschen verheizt, den Charakter in der Geschichte. Ja, finde ich tatsächlich auch. Also, man hat dann doch zunehmend immer mehr gemerkt, dass er dann doch so geschrieben wurde, dass er dann doch seine eigenen Vorteile. Ja, genau. Das fand ich echt schade, weil der Anfang war wirklich gut. Wie sie ihn eingeführt haben, wie sie erklärt haben, was er gemacht hat und warum er das gemacht hat. Da habe ich tatsächlich gedacht, das wird mal ein Antagonist, der eben nicht nur schwarz-weiß geschrieben ist, sondern wo man dann vielleicht am Ende auch denkt, warum bin ich eigentlich nicht auf seiner Seite? Hm. Da haben sie die Chance wirklich verspielt bei ihm, ja, leider. Ja. Zum ersten Mal kam er ja vor auf diesem Gefängnisschiff eben, wo diese Gefangenen waren und wo dann Apollo mit ihm dann auch verhandelt hat und so. Genau, und da hatte man noch Hoffnung für ihn. Ja. Da war ja auch dann Apollo von ihm beeindruckt, sodass er letztendlich auf diesen Deal eingegangen ist. Genau. Komm, ich schon was zu Tai gesagt. Oh, wir haben Tai vergessen. Nein, wir haben noch nichts zu Tai. Also Tai ist toll. Also wirklich. Gut, genau. Er hatte ja auch. Und das ist vorhin. Entschuldigung, ja, Mario, wollte ich reinquatschen. Ich wollte jetzt eigentlich nur, weil ich vorhin endlich, als ich angefangen habe, über Lieblingscharakter und Schauspieler zu reden, habe ich eigentlich noch nichts gesagt. Mhm. Ich finde sogar Tai auf Platz Nummer 1 von meinen Charakteren. Finde ihn eigentlich echt cool. Und es gab eigentlich, also ganz ehrlich, ich habe jetzt wirklich nachgedacht, ganze Zeit, es gab nie einen Moment bei ihm, in keiner Folge, wo ich mir dachte, Gott, der war jetzt scheiße. Der ist so blöd oder voll fad irgendwie gerade mit ihm. Wirklich nur bei Tai gab es das halt nicht. Beim alten Mann hatte ich schon so ein paar Momente, langweilig. Aber bei ihm war es wirklich durchgehend bis zur letzten Folge wirklich super. Also ich finde, Tai war halt immer Tai. Toll. Von der ersten Folge bis zur letzten. Sogar als Zylon-Tai war er noch immer für mich Tai. Ich finde ihn einfach super. Sogar als er damals dann, also wirklich einer meiner Lieblingsmomente von ihm sogar, als der alte Mann angeschossen wurde und der Tai musste halt jetzt wirklich die Flotte übernehmen. Kriegsrecht. Oh ja. Oder kam dann das Kriegsrecht also, das dann gleich? Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist sogar die Folge, wo er das dann ankündigt bei der Presse und so. Das war wirklich, also der Soundtrack war dann noch so geil, wie er das ankündigt, was jetzt kommt und so. Das war wirklich so, oh, Gänsehaut-Feeling. So cool eigentlich gerade, was mit ihm da abgeht. Ich müsste das dann raussuchen, vielleicht können wir es dann auch verlinken. Ich mag den Soundtrack so sehr. War sogar mein Klingelton sehr lange. Okay. Weil ich es so geil finde. Da wollte ich in dem Moment jetzt auch drauf zu sprechen kommen. Kommen wir zur Musik. Moment, ich muss noch was zu Tai sagen. Du hast völlig recht, finde ich. Selbst wenn Tai scheiße war, also wenn er scheiße gebaut hat, dann hatte man eher Mitleid mit ihm, finde ich, immer. Und hat dann gedacht, oh nein, was machst du denn da? Oder mach das nicht. Genau. und Tai ist natürlich so ein bisschen wie Kottl tatsächlich in der Hinsicht, dass man immer so weiß, was man bekriegt bei ihm. Also das ist,
man weiß immer so ein bisschen, aha, Ty wird jetzt so reagieren, und dann gibt es aber halt manchmal so Szenen, wo er dann doch anders reagiert, und dann ist man so ein bisschen erstaunt. Und das ist aber, glaube ich, das Schöne an Ty. Ja, sehr also der bringt halt Adama auch erst zu den Höhen, die dann Adama haben kann als der alte Mann. Wo man denkt, oh, das ist der Admiral, aber eben ohne diesen XO und wer das, also dieses Duo ist einfach auch so grandios. Mhm. Und das sagt Ty ja auch recht früh in der Serie, wenn die Crew mich nicht hassen würde, würde ich meinen Job nicht richtig machen. Mhm. Und er macht halt diesen stinkigen, gemeinen XO so gut am Anfang der Serie. Guter Bulle, böser Bulle. Ja. Der alte Mann und sein böser Onkel. Okay. Dann wegen mir Soundtrack. Ich kann da nicht viel zu sagen, außer passend großartig. Du hast doch das Thema eingeleitet. Ja, du wolltest darüber reden, genau. Da kommen wir zur Musik. Finde ich gut. Bin okay, weiter. Habt ihr denn keine Favoriten-Tracks irgendwie? Die, ich weiß gar nicht, wie es heißt, irgendwie die alte Dame oder irgendwas, wie dieses Galactica-Theme recht gegen Ende der Serie auf der Flöte gespielt wird. Ich guck mal auf YouTube und ihr könnt währenddessen weiterreden. Also meins tatsächlich, ich glaube, das war das mit der Pegasus, das mit einem geilen Trommelwirbel so dazwischen. Ich glaube, es war mit den Trommeln die ganze Zeit so. Ich glaube, bei der Schlacht mit, also beim Kampf da mit der Pegasus. Und halt das, was ich dann gepostet habe jetzt bei uns in Sendung, das ist halt mein zweiter Lieblingstrack. Wo Ty halt für dich ankündigt, also Kriegsrecht, und wo er dann langsam rausgeht und die Presseleute voll nervös sind und so viele Fragen haben, er ignoriert es aber. Und dann steht er draußen im Gang und bleibt er noch stehen, merkt man wirklich an. Eigentlich habe ich Scheiße gebaut. Naja, da müssen wir jetzt durch. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Ich meinte übrigens das Adama Family Theme. Okay. Jetzt muss ich das hier alle tippen ein. Da, ja, er hat es verlinkt. Family Theme. Aber zum Beispiel aus dem Lied, was Mario jetzt geteilt hat. Die Trommeln da drin, die finden sich ja zum Beispiel auch in unserem Intro wieder. Ich hab halt, bevor ich im Rahmen dieses Intro-Machens, Tim hatte mir so ein paar Ideen geschickt, und da habe ich mir aber auch diese und jene und einmal quer durch die Battlestar Galactica Musik durchgehört. Und das findet man auch alles ein bisschen wieder in unserem Intro. Allen voran natürlich auch das Klavierstück, was Cara Thrace von ihrem Vater gelernt hat. Und All Along the Watchtower ist ja auch da ein bisschen mit drin. Ja, ich finde gerade leider nicht mehr das, was ich am besten fand. Ich glaube, das ist das Ende von The Plan, was ich so gut fand. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Da wurde nämlich dieses Getrommle so in Rhythmus gebracht. Das fand ich schön. Aber insgesamt muss ich auch sagen, die Musik war ja sowieso genial. An allen Stellen eigentlich. Ja. Also ich habe auch tatsächlich zwei Favoriten, also mal unabhängig davon, dass die Musik tatsächlich super gut ist, habe ich tatsächlich auch zwei Favoriten. Das eine ist Admiral and Commander. Das ist, glaube ich, die, das wird, glaube ich, gespielt, als sie die Suche nach Cara Thrace aufgeben. Und Adama dann seinen Vater fragt, was er denn machen würde, wenn er unten auf diesem Planeten sein würde. Und dann der Admiral meint, dass wenn er da unten wäre, würden sie niemals diesen Planeten verlassen. Mhm. Und das ist einfach ein tolles Lied. Das ist auch mit diesen Flöten die ganze Zeit. Ich habe das auch mal gepostet, genau. Mhm. Stimmt, das hatten wir da auch, glaube ich, eingespielt.
schon. Und da gibt es auch eine abgewandelte Version, das nennt sich, ich glaube, A Good Lighter oder so. Das wird dann eingespielt, wenn Adama nach Neu-Caprica fliegt mit der Galactica, um die, ja, A Good Lighter ist es, um die Kolonisten eben zu retten, während Lee mit der Pegasus zurückbleibt, um die zivile Flotte zu verteidigen. Gibt er ihm da und das Feuerzeug? Oder wieso heißt das dann A Good Lighter? Genau, weil der alte Mann gibt ihm das Feuerzeug von seinem Vater, ja, genau, als Glücksbringer. Und er soll es ihm wiedergeben. Genau, er soll es ihm wiedergeben. Genau, das... Genau, und mein zweiter Favorit ist Storming New Caprica. Das wird eingespielt, wenn die Galactica vom Himmel fällt. Und eben die Vipern ausspuckt. Das ist auch ein ganz, ganz großartiges Lied. Das sind meine beiden Favoriten, die kann ich mir jederzeit anhören. Verlinken die habe ich auch tatsächlich auf dem Handy in meinem MP3-Player drin. Mhm. Okay, das war dann jetzt Admiral and Commander, Storming New Caprica und Prelude to War. Und von Mario? Nee, also das ist von Mario. Von Mario kam Prelude. Bei mir wäre es noch A Good Lighter, aber das ist einfach nur eine abgewandelte Version von Admiral and Commander. Ach so. Okay. Und Mario hat jetzt noch Prelude to War eingefügt zwischendurch und du hattest vorher eben schon Martial Law. Der, oh ja. Und das Adama Family Theme von Jan. Ja, obwohl das, glaube ich, auch ähnlich ist zu dem Admiral and Commander. Nur spielt da eben eine Querflöte, glaube ich, und keine Bagpipe, Dudelsack. Schade, dass der Phil nicht da ist. Der hatte nämlich zwischendurch auch immer noch so ein paar Sachen gepostet. Mhm. Aber auch in dem Storming New Caprica, also die Trommelsequenzen in Battlestar Galactica sind so unglaublich gut. Die kommen ja auch vor allem oft, also die kommen natürlich immer beim Intro, aber bei Actionsequenzen. Und die Actionsequenzen vor allem in den Raumschlachten sind so großartig gelungen bei dieser Serie. Also in allen Science-Fiction-Serien, die ich kenne, sind halt die Raumkämpfe in Battlestar Galactica mit Abstand die besten. Für mich. Die haben halt so viel Schwung, Gefühl, Zerstörung und die Trägheit von Raumschiffen, also wie Viper manövriert werden, das ist so großartig. Viel besser als alles, was in Star Trek jemals im Raumkampf kam. Ja, man fühlt einfach die Masse, die dahinter steht. Ja. Ja gut, Star Trek ist ja jetzt auch keine Serie, wo es vorwiegend um Raumkampf geht, sondern mehr um Tiefe. Ja, die neueren Staffeln. Ja, ist okay. Sollte immer um Raumkampf gehen. Ach Quatsch, neuere Staffeln, die neueren Serien. Da geht es nicht so sehr um Tiefe, mehr um Raumkampf. Ja, ich habe leider kein besonderes Stück mehr, was ich jetzt verlinken könnte, weil ich es nicht finde. Aber ich finde die alle gut. Ich habe da auch ganz viel als CDs. Nur keinen CD-Player mehr. Ich habe noch ein besonderes Highlight. Hier ist nochmal das Cake-Board, da ja Jan lange nicht mitbekommen hat, dass Cat Cake geworden ist. Was ist eigentlich mit Cat los? Ich habe auch ziemlich lang, glaube ich, nicht mitgekriegt, dass sie gestorben war. Nee, das war ja genau die Folge. Deswegen wurde sie jetzt okay. Cat genannt. Oh, ich habe es immer noch nicht mit. Ja. Die ging mir auch ordentlich auf die Nerven, die Frau. Und wir hatten es damals schon drüber lustig gemacht. Jetzt sieht man es wieder, dass alle Namen ausgeschrieben sind, außer der mit dem kürzesten Vornamen, der wird abgekürzt, nämlich L.Adama. Das ist wie wenn Homer seinen zweiten Namen herausfindet. Genau. Jay. Das J steht für Jay. Ah, da ist auch der Narko. Der wer? Ich glaube, den Noel Allison, a.k.a. Narko, hatten wir auch irgendwann später mal. Das war einer der, aber da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, der auch auf diesem Abwasserschiff mit auf der Mission unterwegs war und die ganze Zeit stunk gemacht hat. Mhm. Kann sein, dass der das war. Auf jeden Fall, es war ein Pilot auf jeden Fall. Ich weiß aber. Achso, der ist auf dem Board drauf, meinst du? Ja. Jetzt kann ich dir folgen. Ich finde eh die Aufmachung mit den Bildern sehr schön. Und mein Lieblingsbild, was für mich auch jetzt so ein bisschen diese Podcast-Folge widerspiegelt, ist dieses hier.
Wir sitzen da wie vier alte Männer und schwelgen in Erinnerung. Ja, so saß ich hier auch, als meine Wand durchbrochen wurde. Mit einem Glas Whisky. Ich habe sehr erwartet, Mr. Heimwerker. Und genau so eine Hose. Und die kam der Heimwerker die dann, als du den Kabeltunnel gelegt hattest und meinte, so nicht, Tim. Ja, schönes Bild. Haben wir denn auch Favoriten-Szenen, Sequenzen, Momente? Ja, ich die Jan gerade gepostet hat zum Beispiel, finde ich. Okay. Wo sie auf dem Sofa sitzen. Also jetzt nicht, ich meine jetzt, okay, Bilder, ja, okay, Bilder gehen natürlich auch, also so Standbilder. Ja, aber naja. Also sonst eben natürlich, wenn die Galaktika zurückfällt in der Atmosphäre über Neu-Caprica, haben wir ja schon drüber geredet. Wenn die Pegasus zum Angriff übergeht, das ist ja in, ich glaube sogar derselben ja. Folge. Und die Kanonen dann so schießen, oder? Genau, auch großartig. Das ist auch tatsächlich mein Favorit. Die Szene, wenn die Galaktika halt ihren Sprungantrieb verliert und von zwei Basissternen beschossen wird und man weiß quasi, dass es kein Zurück mehr gibt, dann zoomt die Kamera ja zurück und stimmt. Man sieht dann, ja. Sieht die Galaktika umringt von diesen beiden Basissternen und dann plötzlich schießen ja einfach erstmal zwei Raketen an der Kamera vorbei. Die Kamera dreht sich und dann steht einfach die Pegasus direkt hinter der Kamera. Das war echt, das ist meine Favoritenszene. Wunderbar die Musik gemacht und die, mit ja. der Kamera mitten in der Action drin. Und die Crew so an Bord, die dann auch merkt, dass es vorbei ist, der Admiral, der sich nochmal bei seinen Soldaten bedankt. Das ist einfach eine tolle Szene. Ach ja. Ich kann es auch gar nicht genau benennen, aber oft diese, ich nenne sie mal alte Mann-Szenen, wenn man halt merkt, der Admiral macht irgendeine, keine Ahnung, große Geste, große Tat, hält irgendeine vor Epos triefende Rede. Das waren auch immer Momente, die ich sehr geschätzt habe am Battlestar Galactica. Diese Moral-Hochschwing-Momente, wo halt jeder ja, danach diese Motivation, war, so say we all. Ja, genau. Ja, natürlich die Szene mit Cavill, wo er in die Zelle geführt wird. Und sich selbst findet? Ja. Oh. Ja. Ich bin toll. Kein Zylon. Ich bin... Oh, alles klar. Großartig. Ich muss aber sagen, Balta-Szenen sind auch sehr oft super gewesen. Das war, glaube ich, in den ersten zwei Staffeln ja öfter so, wenn er mal so Scheinsex hatte mit Headsex und dann beobachten einfach so die Leute. Genau, und da gibt es. Das war auch ziemlich lustig immer. Deswegen sagt er ja auch dann einmal, die guten alten Übungen. Wo wir auch das hat mich auch immer so beeindruckt an seinem Charakter, wie er quasi, er beginnt einen Satz an Six, wird dann quasi in der realen Welt erwischt und schafft es instant, ohne nachzudenken, diesen Satz in der realen Welt zu beenden, ohne dass man denkt, was macht der denn da? Hat immer sofort irgendwie die andere Hälfte des Satzes zur Verfügung, um den Leuten vor sich zu erzählen, was er eigentlich sagen wollte. Ja. Aber so ein What-the-fuck-Moment war ja auch, als sich plötzlich diese Rollen gedreht hatten, dass plötzlich Six einen Head Balta hatte. So, das war ja dann auch so in einer Episode. War das nicht die Episode mit dem, wo sie in dieser Tiefgarage waren? Unter diesem Zentrum, was gesprengt wurde? Ich glaube ja. Ja. Wo sie dann auch hier Dingens Anders finden. Ja, ja, kann sein. Auf jeden Fall der war die Bomben gelegt hat. War das Anders? Ah ja, stimmt. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall war das auch so ein Moment, der dann mal was Neues gezeigt hat und wieso denn jetzt so rum und so. Ja, wie gesagt, ich fand auch diese Starbucks-Szenen gut, wenn diese eine mit dem Klavier halt. Wo immer dieses Lied sich immer mehr aufgebaut hat und Ty dann irgendwann aufgestanden ist, die ja da hinten in der Ecke saßen und dann, ja, das sich so hochgeschaukelt hat. Ich überlege gerade die ganze Zeit, aber was lustig ist, mir kommt immer wieder die Szene in den Kopf, wo eben
der Admiral und die Präsidentin auf Neu-Caprica irgendwo, weiß nicht, abseits von dem ganzen Trubel sitzen und den Joint rauchen. Ja. Wahrscheinlich, weil es so eine abstrus friedliche Szene ist in der ganzen Serie, die sonst nicht so oft, wo was sonst nicht so oft vorkommt. Mhm. Keine Ahnung, warum ich da gerade immer wieder dran denke. Aber sonst fällt mir gerade on the top of my head nichts ein. Na, ich finde halt auch diese Szene noch gut in der Folge, wo dieser alte Kriegskumpel da an Bord kommt, wo sich die halt prügeln. Wo sich Tai und Adama dann prügeln. Mhm. Fand ich allgemein immer die Auseinandersetzung zwischen den beiden, wenn sie ein bisschen lautstark diskutiert haben, ziemlich gut. Ja. Ich will überhaupt nicht ein, was so unheimlich schlecht war. Ich weiß nur, da fällt mir auch schon so ein bisschen was ein. Außer Box, die zum Beispiel Box diese sowieso. Zum Beispiel dieses ständige Liebes-Hin- und Her-Gedöns zwischen Starbuck, Apollo, Anders und die. Die. Hm. Ach, die. Das war ungefähr 900% zu viel. Fast wie Star Wars Episode 2. Sand. Das haben wir aber ja extrem gewürdigt, indem wir das oft eingespielt haben. Ich weiß nicht, was du meinst. Dann hör dir mal die letzte Folge, das Ende an. Ach so. Nee, besser nicht. Aber auf Englisch. Eigentlich soll ich mir die Folge anhören. Mhm. Hast du die nachsynchronisiert? Ja. Cool. Ich hoffe, ich höre mich gut an. Mit Rauschen. Da fällt mir gerade was Witziges ein, wo du gerade sagst, ich hoffe, ich höre mich gut an. Ich habe neulich zum ersten Mal, aber meistens kann ich es mir verkneifen, auf YouTube-Kommentare zu antworten, weil das bringt ja sowieso alles nichts. Ich habe mir neulich ein Interview mit Billy Wilder angehört. Und da hat jemand drunter geschrieben, wow, ich wusste ja gar nicht, dass Billy Wilder so perfekt Deutsch spricht. Und da konnte ich mich nicht zusammenreißen, hat drunter geschrieben, krass, und das, obwohl er Österreicher war. Aha. Aber du musst jetzt noch sagen, wie viel Likes du bekommen hast. Der hat mir zurückgeschrieben mit einem Smiley. Oh, Kacknoob, ey. Obwohl mein Kommentar auf seinen Kommentar über ein Jahr später war. So wurscht, der kriegt ja trotzdem die Benachrichtigung am Handy. Ja. Aber Billy Wilder war ja tatsächlich Österreicher und konnte deswegen natürlich Deutsch. Anders als Oscar Wilde. Oscar Wilde? Wie kommst du denn jetzt auf Oscar Wilde? Wegen Billy Wilder. Ah, okay. Ja, aber ich, keine Ahnung. Ich glaube, okay. Ich werde auch müde. Ja, so klingst du auch. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Ich glaube, ich trinke mir jetzt noch einen Whisky auf die alte Dame und dann gehe ich pennen. Ja, dann. Kommen wir zur Bewertung. Machen wir den Sack dicht. Dichten wir den Sack ab. Ach ja. Ich gebe der Serie 10 Punkte. Schade, dass Phil nicht da ist. Ja. Müssen wir wohl noch sagen. Eine Folge machen. Was? Nur mit ihm alleine. Nur ja. Ja, das stimmt. Tim und Phil. Oder spricht seine Zahlen immer dann so passend ein zu unseren Texten, dann also zu unseren Sachen, dann passt schon. Es muss aber in einer komplett anderen Soundqualität sein, damit es sofort auffällt. Er kann ja auch eine Nachlese machen. Gut, dann sucht sich jeder jetzt noch als letztes Wort ein Zitat, einen Folgentitel aus und dann beenden wir das hier. Oh, okay, warte, ich scroll randommäßig da durch. Sag mal jemand ja. Stopp. 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 Kill Billy. Okay. Ich sage sprengen. Nee, das hatte ich. Sprengen. Ich sage Kevin allein zu Hause. Sehr schön. Und Mario? Ja, ich sage der charismatische Katalysator mit schnödem Tuch über offenem Käfig. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Macht's gut. Adios. Ciao. Bis Ciao. In einem anderen Projekt. Ach, wir haben so lange unsere Episoden schon nicht mehr.
Wir haben so lange schon keine Episoden mehr gemacht, dass wir vergessen haben, dass wir ja ins Intro rein, ins Outro, also jetzt noch ein bisschen quatschen müssen. Ja, damit wir reden. Besser geht. Ja, machen wir aber. Nein, heute machen wir das nicht. Nee, wir reden jetzt mal einfach nicht rein. Hat eigentlich Tyground nie einen Folgentitel gekriegt? Verdammt.